Zack. Und wir sind wieder live. Welcome back zu Adobe Live. Runde 4 heute, zweiter Tag. Wir hatten jetzt gerade so ein bisschen technische Schwierigkeiten, weil wir gerade versucht haben, in aller Eile noch alles, was die liebe Sina auf ihrem Laptop hat, auf unser anderes Gerät drauf zu machen. Ist jetzt aber alles drauf und wir installieren jetzt gerade noch Leitung im Hintergrund, also alles easy und das kriegen wir auch alles jetzt zusammen hin. Ich sehe gerade, da steht noch Benjamin Sterzenbach und Rufus Deutschler, das ändern wir noch schnell. Das sind wir nämlich nicht. Dafür sind wir aber nämlich das hier, nämlich die liebe Sina Domke. Die ist nämlich heute zu Gast. Hallo. Schön, dass du da bist, Sina. Zweiter Tag heute. Genau, jetzt steht nämlich auch alles richtig da. Genau, wir sind ja jetzt hier zum Thema Fotografie und Storytelling und Composing. Wir haben gestern auch so die Debatte gehabt, ob es jetzt Compositing oder Composing heißt. Müssen wir uns nochmal angucken. Also ich bleibe jetzt einfach bei Composing. Ja, irgendwie habe ich es auch schon so drin. Genau, genau. Also alles easy. Und ich sehe schon, wir haben auch ein paar im Chat schon, die Hallo gesagt haben. Maria ist da, Marlo, Hallo. Joachim, Martina, Ulrich und Arthur habe ich auch schon eben gesehen. Tim ist wieder da, unser schöner, cooler Moderator. Und genau, wir legen jetzt auch gleich los. Haben gestern auch schon sehr, sehr coole Sachen von dir gesehen, auch zum Thema Storytelling in Kombination mit Fotografie, wie man das machen kann. Und da gehen wir heute auch noch ein bisschen mehr rein. Vielleicht magst du noch mal in so zwei, drei Sätzen von dir einfach erzählen, was du gestern gemacht hast, beziehungsweise machen wir es so. Erzähl doch erstmal, wer du bist nochmal für diejenigen, die neu dabei sind, was du so ganz grob machst. Wir sind jetzt noch nicht auf deinem Desktop, das heißt, da kannst du einfach mal so frei Schnauze quasi erzählen. Und in der Zeit stelle ich hier alles noch ein bisschen ein und dann können wir ganz in Ruhe uns mal angucken, was du gestern so gemacht hast. Ja, okay. Sehr schön. Ja, ich bin Sina aus Hamburg und arbeite als Designerin und Fotografin. Und fotografisch bin ich im Bereich Storytelling und Conceptual Photography unterwegs. Und ich fotografiere eigentlich fast nur draußen in, epischen Landschaften, würde ich jetzt mal so sagen. Und mit natürlichem Licht, also ohne irgendwelche Scheinwerfer oder... Ja, genau. Und gestern habe ich eine Serie vorgestellt, die ich letztes Jahr gemacht habe, die aus 13 zusammenhängenden Bildern besteht. Also, dass praktisch jedes Bild aufeinander aufbaut und dann zusammen eine Geschichte ergibt. Und aus dieser Serie habe ich jetzt nochmal neu ein Bild bearbeitet. Und genau, es ist auf jeden Fall für mich auch spannend, das mit dem Originalbild zu vergleichen, das ich vor einem halben Jahr oder so bearbeitet habe. Oder ein Dreivierteljahr, das ist schon ein bisschen her. Das können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal vergleichen, was da jetzt alles anders geschehen ist oder genauso. Ja. Genau, sehr cool. Danke für die Intro. Genau, wir müssen jetzt noch ein bisschen was einstellen. Vielleicht magst du schon mal in Ruhe dein Lightroom öffnen, das habe ich gerade gesehen, ist installiert und kannst schon mal die Sachen rüberziehen. Und in der Zeit gehe ich noch mal so das Wichtigste mit euch durch, bevor wir uns dann eben auf Sinas Desktop begeben und sie dann mal zeigen kann, wie das Ganze von gestern aussah. Genau, für alle, die jetzt neu dabei sind, wie immer, kommt doch gerne auf adobelive.com. Da ist der ganze Chat, da ist unsere coole Community, die euch auch bei Fragen super hilfreich unterstützt. Und wenn wir es nicht können, dann können die es auf jeden Fall. Andersrum genauso. Wir sind ja auch ein Format, das davon lebt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Kann ja keiner alles wissen. Und wir haben auch so viele Profis bei uns im Chat. Das ist auch immer einzigartig und super cool zu sehen. Wir haben es auch gestern wieder miterlebt. Ne? Da kam dann so viel Input, dass die Sina gemeint hat, okay, ich lerne wahrscheinlich mehr als ihr. Was aber sehr lustig war. Nein, aber hier lernt jeder was von jedem und das ist natürlich super cool. Genau, und es geht heute, genau, geht es eher darum zu sagen, okay, wir machen das eine Bild fertig. Gell? Zeigen wir euch dann gleich nochmal. Und genau, dieser Aspekt Storytelling, der wird heute eben auch noch mal ein bisschen gezeigt. Und dann gehen wir auch schon in das nächste Sample, was Sina mitgebracht hat. Wie immer auch jederzeit, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat schreiben. Und genau, ansonsten haben wir noch viel vor heute. Es ist jetzt die letzte Session für heute, aber wir haben morgen noch wieder ein Adobe Live. Also ab 10 Uhr geht es dann los. Wir hatten ja heute Morgen auch InDesign mit Elisa. Dann
die liebe Shalaya. Hab ich wieder richtig ausgesagt. Ich bin echt stolz. Ich habe das so oft heute gesagt und es war immer richtig. Sehr gut. Eigenlob, ne? Genau, Shalaya haben wir heute gehabt zum Thema Illustration und dann den Benjamin Sterzenbach mit dem Rufus eben noch, falls ihr ihn verpasst habt, zum Thema Animation. Und wie immer könnt ihr auch natürlich jeden Stream im Nachgang euch ansehen auf adobelive.com oder auf unserem YouTube-Channel, der da heißt adobe-de. Genau. Ja, Kannst du schon ein hat bisschen was geklappt. übertragen? Sehr Ja, gut. ist Dann alles in der Bibliothek. sehr schön. Dann gehen wir jetzt doch einfach mal ganz in Ruhe auf deinen Screen. Und ich sehe gerade, er ist ein bisschen verzogen. Deswegen muss ich den nochmal gerade ein bisschen einstellen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, den müssten wir nochmal ganz kurz hier Ja. reinstöpseln. Wo ist denn unser Rufus? Magst du mal ganz kurz hier gucken? Das HDMI-Kabel liegt, glaube ich, irgendwo da unten. Das müsste noch. Was? Das HDMI-Kabel. Ja. Aha. Das haben wir gar nicht angeschlossen. Gerade. Nee. Achso, doch, stimmt, der schaut mal doch da. Ha, das haben wir gar nicht da. Vorne. Da. Das versteckt ein bisschen. Und dann switchen wir jetzt direkt mal rüber zu dem Desktop. Genau, den haben wir nämlich hier. Und ich mache uns mal. Ich überlege mal gerade. Magst du die Ebenen mal nach oben machen, dass man ein bisschen sehen kann, was du mit den Ebenen machst? Also einfach tauschen mit den. Genau. Yes, jetzt hat er jetzt So. natürlich das andere weg, aber ist nicht schlimm. Dann mache ich nämlich uns mal unten in die Ecke. Zack. Und genau, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Zack, zack, zack. Ne, auf dem Klebezettel hier, ich sehe gerade, hier ist noch der Klebezettel, da ne, bei dir dran. Einfach nicht beachten, da steht einfach nur drauf, dass das eben für uns reserviert ist. Das ist unser Laptop, den wir benutzen, falls mal jemand eben keinen Laptop mitbringen kann oder irgendwas nicht läuft, dann haben wir immer noch unser Ersatzgerät hier. Also einfach nicht beachten. Genau. Okay. So, zeig uns doch mal, was du gestern gemacht hast. Genau, ich bin jetzt nochmal in die Hintergrundebene gegangen und hole euch nochmal kurz ab. Also das Bild ist jetzt noch sehr dunkel, deswegen habe ich gestern einfach mit den Kurven das ein bisschen heller gezogen, damit ich besser erkennen kann, was ich hier mache. Das ist aber noch nicht die Endbearbeitung. Also das ist jetzt einfach nur zum Bearbeiten, damit ich halt genug erkennen kann. Und ich habe auch gestern nochmal alles ein bisschen gecheckt. Ich meinte ja schon, also die gestern zugeguckt haben, haben gesehen, dass so ein paar kleine Mini-Fehler noch drin waren. Das habe ich jetzt nochmal ein bisschen ordentlicher gemacht. Und dann habe ich einfach die Bilder zusammengestitcht, manuell und dazu gepackt. Überall. Himmel. Ja, das haben wir uns ja gestern auch Genau. alles angesehen. Und was ich jetzt zum Beispiel neu gemacht habe heute, weil hier ist jetzt so ein dunkler Fleck. Darüber hatten wir auch gestern kurz geredet, dass bei diesem Stitchen einfach durch die Vignette es immer wieder passieren kann, dass überall so dunkle Flecken entstehen. Genau. Und das habe ich noch rausgearbeitet, das habt ihr gestern nicht gesehen. Und die Straße, die wollte ich auch noch wegmachen. Da habe ich auch einfach ein bisschen Landschaft drüber gelegt. Das geht immer ganz gut, wenn die Landschaft auch so ein bisschen unscharf im Hintergrund ist, dann kann man da ganz gut auch so ein paar Sachen dann noch nachträglich bearbeiten, wenn das alles nicht so gestochen scharf ist, dann hat man da ziemlich viele Freiheiten. Und es sind natürlich immer noch ein bisschen dunkle Flecken drin, aber das arbeite ich dann später noch raus. Und genau, das Kleid habe ich einfach noch mal ein bisschen ordentlicher rangebastelt. Dann der Arm, die Lichter habe ich auch noch mal ein bisschen ausgetauscht zu gestern. Das hat mir irgendwie noch nicht so hundertprozentig gefallen, aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche, was ich gestern gemacht habe. Und genau, ich hatte ja von den Haaren erzählt. Ja. Das habe ich jetzt auch noch mal gemacht. Also Ah, sehr schön. ja, hier kann man vielleicht auch noch mal. Achso, ich hab auch ein bisschen Shortcuts geübt. Damit ihr, ja. Ja, wir haben ja auch irgendwie gefühlt 100 Stück gestern irgendwie dann nochmal Ja. neu gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel, aber ja, hier so kann man vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen. Genau. Also, das ist einfach dieser Haarbrush, das habe ich mir auf die Ebene gelegt und dann rangebastelt, dass die Haare noch ein bisschen mehr wehen. Ich meine, ups, falsch rum. Letztendlich ist das ja auch Geschmackssache, ob man das jetzt irgendwie braucht, dass da noch mehr Haare sind oder nicht. Aber ich fand es bei dem Bild ganz schön. Und dann, das haben wir ja auch gestern schon gemacht, das Verflüssigen, dass einfach die ganze Linienführung noch mal ein bisschen verstärkt und dramatisiert wird.
Genau, also das ist ja der Stand von gestern gewesen. Mhm. Und jetzt passt das Composing soweit für mich und die, ja, die Linien und die ganzen Formen stehen soweit. Und jetzt kann ich halt diese dunklen Flecken, also hier ist ja ein dunkler Fleck, hier ist ein dunkler Fleck und so rausarbeiten. Und das mache ich mit der Dodge and Burn-Ebene. Ebene neu. Da hatte ich gestern ganz zum Schluss schon mit angefangen. Das mache ich jetzt aber nochmal neu, weil irgendwie konnte ich da nicht so viel zu zählen. Und dann pinsel ich da einfach mit Schwarz und Weiß rein und verstärke das. Obwohl, ich überlege gerade, ob das. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir vielleicht nochmal das Gesamtbild nochmal ein bisschen heller machen, dass ich gar nicht mehr diese Ebene hier brauche, weil das ist ja jetzt nur für das Composing gewesen, damit ich die Fehler besser erkennen kann, weil wenn das so dunkel ist, dann sieht man das ja manchmal nicht. Ich mache das nochmal davor, dann kam das hier eigentlich weg. Und dann passe ich das jetzt wirklich so an, wie ich es haben möchte, weil es soll natürlich schon ein bisschen heller sein, aber gar nicht so viel heller. Also vielleicht insgesamt so. Und dann mache ich nochmal eine Ebene und ziehe mir dann so eine Vignette rein, indem ich einfach den Verlauf. Ich weiß gar nicht, ob ich den richtig. Ja. Tora schreibt das M von Chanis zurück. Ja, ich will ja auch nicht die Sina unterbrechen. Die ist nämlich gerade in ihrem Flow drin. Deswegen kann ich nur unterstützend Schon, das Ganze hier. so. Genau, und dann kann ich noch mal so ein bisschen den Fokus auf das Model legen. Kann man so ein bisschen rumprobieren, wann es am schönsten aussieht. Ich glaube, so. Das ist ganz cool. Und so habe ich mir einfach dann eine Vignette in das Bild gezogen. Das ist halt, ja, ich finde das ganz cool. Dann ist der Fokus noch mehr auf dem Model drauf. Vielleicht noch zu gestern, weil du ja auch jetzt diesen Haarbrush dann eben da benutzt hast. Wo hast du den, also hast du den irgendwo runtergeladen oder hast du Ja. ihn selbst gemacht? Nee, den habe ich nicht selber gemacht. Ich habe einfach gegoogelt. Gegoogelt und dann einfach runtergeladen. Ich meine, Ja, gibt es ja ich glaube, ganz es war viele. von Deviant Art. Ja. Da gibt es ja ganz viele, die Ja. man halt auch frei nutzen kann. Genau. Genau. Hast du noch andere Haarbrushes oder andere generell Brushes, die du oft verwendest, um deine Sachen Also zu eigentlich ist unterstützen? dieser Brush, den ich da jetzt gerade reingeladen hatte, stimmt, den haben wir jetzt natürlich jetzt hier gar nicht drin. Die Brushes Ja, meinst du? aber ist egal, also ich muss es jetzt nicht nochmal machen. Gott sei Dank habe ich schon gemacht. Wäre jetzt auch nicht so Ja, tragisch eigentlich arbeite ich gewesen. fast nur mit dem, weil der hat relativ viele Pinselspitzen zur Auswahl gehabt. Und Brushes selber gemacht habe ich jetzt noch nicht. Also ich habe den Brush, den ich öfters mal benutze und dann für Unterwasserfotos so Blubberblasen. Aber das sind eigentlich die einzigen Brushes, die ich manchmal einsetze. Ansonsten versuche ich schon, auch bei den Haaren, wenn es halt möglich ist, das aus einem bestehenden Bild rauszuschneiden und gar nicht jetzt nochmal was komplett Neues in das Bild reinzusetzen. Weil eigentlich will ich gar nicht fremde Sachen im Bild haben, sondern wirklich nur das, was ich selber fotografiert habe. Aber bei den Haaren ist es dann manchmal einfacher, wenn man den Brush benutzt. Klar, Weil dann ist es ja auch gleich freigestellt und dann ist hilft es dir ja irgendwie auch. genau. Klar, spart viel Zeit vor allen Dingen. Genau. Genau. Markus hat auch zwei Fragen gestellt, die machen wir jetzt mal gleich, wenn wir ein bisschen Zeit haben noch, weil die sind tatsächlich ein bisschen kompliziert. Aber ich sehe schon, der Tim ist schon fleißig dabei zu antworten. Vielleicht kann er das Ganze ja schon beantworten. Genau. Aber interessante Sache von Maria. Wie macht man das mit dem Vignette reinziehen im Bild mit den Gradationskurven? Und du hast das ja eben kurz Genau. gemacht. Da hatte ich dich kurz unterbrochen. Sorry dafür, war Ja. meine Schuld. Das mache ich eigentlich fast bei jedem Bild so, wenn ich eine Vignette reinhaben will. Also man kann die natürlich auch jetzt mit auf dieser Grauebene einfach reinpinseln. Aber ich mache das so, dass ich einfach mit den Gradationskurven das Bild ein bisschen dunkler mache. So wie es dann am Rand praktisch sein soll, die Vignette. Und dann mache ich also im Maskierungsmodus nutze ich dann das Verlaufswerkzeug. Dass es so radial verläuft und dann kann ich einfach, also hier sieht man das ja in der Maske, dann kann ich einfach praktisch mir das reinzeichnen, also wie ich es halt gerne hätte. Und dann ist praktisch das in der Mitte, so wie es vorher war, halt, nee, andersrum, oder?
komme ich ganz durcheinander. Alles gut. Nein, ich habe es heller gemacht. Und dann ist es praktisch in der Mitte nur heller geworden und außen hin ist es halt so dunkel geblieben, wie es halt am Anfang war. Genau, so rum. Kann es auch andersrum machen, wenn das Bild jetzt sehr hell ist und man will es ein bisschen dunkler haben. Dann kann man es natürlich auch dunkler machen. Aber ich habe es ja jetzt hier heller gemacht, weil das Bild war ja im Ausgang schon relativ dunkel. Aber ich finde es immer besser, es lieber ein bisschen dunkler zu fotografieren. Dann habe ich einfach mehr Informationen und ich finde es immer einfach schöner, als wenn es dann so total ausbrennt. Ja, ist schön. Genau. Maria hat auch geschrieben, danke, super. Chris hat auch noch eben geschrieben, beziehungsweise Christian als Synonym, hatten wir eben erfahren, dass Christian weiblich ist. Die Haare kann man auch mit normalen Pinseln sehr schön malen, wenn man die Formeigenschaften ändert. Ja, gibt es Das auf jeden stimmt, Fall auch. ja. Also das habe ich auch schon gemacht, dass ich einfach wirklich reingemalt habe ins Bild. Aber das ist ja auch ein bisschen Können, glaube ich. Übung, dass das halt gut Ja. aussieht. Und generell, wie gesagt, der Ruf sagt es ja auch immer wieder, es gibt sehr, sehr viele Wege, die ans Ziel führen. Und man kann da auch viel ausprobieren und je nachdem, was für dich am besten ist. Aber ja, ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, das auch so zu machen. Genau. Ja, und jetzt will ich halt so ein bisschen die Highlights rausarbeiten und das ist einfach Fleißarbeit. Aber bei dem Kleid ist es halt ganz schön, weil das so ein metallischer Stoff war. Und das finde ich generell auch ganz cool, immer wenn ich Kleider oder Outfits für Models raussuche. Bei Samt funktioniert das auch ganz gut, dass man halt einen ziemlich starken Kontrast im Stoff hat. Also dann wirkt es einfach gleich viel kontrastreicher, das komplette Bild und man muss gar nicht mehr so viel machen. Und bei diesem Kleid war es halt auch total schön, weil das halt das Licht ganz gut aufgefangen hat, aber richtig dunkel und dann richtig hell an manchen Stellen, wodurch ich finde, es sieht immer ganz cool aus. Dass man einfach Sehr schön. auf die Stoffauswahl auch achtet, wenn man ein Outfit plant. Mira fragt nochmal, das hatten wir ja gestern schon, ne? Wie hast du das Leuchten in den Punkten gemacht? Das war ja dann, das sind ja deine kleinen Mitbringsel gewesen. Genau, also diese kleinen Lichter, die hier rumliegen, in diesem Bereich ist das kein Composing, die haben da wirklich rumgelegen. Und das sind einfach kleine LEDs mit einer Batterie betrieben. Und die konnte ich dann da überall verteilen. Und ich habe jetzt praktisch nur im Vordergrund die dann nochmal rein composed, damit einfach hier vorne auch noch ein bisschen was passiert und man so ein bisschen reingezogen wird, noch mehr in das Bild. Ich sehe jetzt auch schon ein paar Mal wieder, dass die Frage kam wegen dem Thema Storytelling. Für alle, die es gestern jetzt nicht mitbekommen haben, oder beziehungsweise gestern noch nicht schauen konnten, das ist ja auch ein Thema, das bei Sina, so wie ich das jetzt auch eben verstanden habe, immer so ein Stück mitspielt. Es ist jetzt nicht nur 6 Stunden Storytelling, weil das auch ein bisschen langweilig wäre. Wir haben ja dann auch wieder, das ist auch eigentlich ganz lustig, weil sonst kommen dann immer die Leute und sagen, wo bleibt Photoshop? Ne? Und heute ist, wo bleibt Storytelling? Also kommt alles noch. Wir hatten auch gestern schon eine Runde gehabt mit Storytelling und du wirst ja sicherlich auch noch mal heute ein bisschen was dazu erzählen. Also ist von allem ein bisschen was dabei. Im Endeffekt ist es ja hier auch eben ein Teil von der Story, die Sina gestern eben auch schon gezeigt hat zum Teil und dass wir heute auch eben weitermachen. Es ging jetzt eben auch vor allen Dingen darum zu sagen, also beziehungsweise gestern hast du ja eben auch schon angefangen und gesagt, wie entsteht so eine Story bei dir und was verbindet das mit dir und genau, da kannst du ja gerne gleich nochmal so ein bisschen was erzählen. Und na, wenn das Bild jetzt hier fertig ist, dann können wir ja gerne auch nochmal darauf eingehen. Also ein bisschen Geduld müsst ihr noch haben, Freunde. Aber wir haben ja auch noch 3,5 Stunden vor uns, beziehungsweise heute 1,5 und morgen auch nochmal 2. Und genau, also Storytelling wird auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Und genau, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was auf euch zu. Ja? Genau, also letztendlich bedeutet es ja einfach nur, dass das jetzt einfach eine Geschichte erzählt, das Bild, Mhm. und dass da einfach ja, eine Story dahinter ist und nicht einfach nur irgendwie ein Fashion-Foto vielleicht, wo es nur um die Mode geht und da jetzt nicht irgendwie eine großartige Geschichte dahinter steht. Und das bedeutet es ja einfach nur, aber natürlich zeige ich euch jetzt auch, wie ich dann das Bild bearbeite und nicht nur Genau. die Idee. Genau. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil darum geht es ja. Es geht um dich als Person, als Artist und dass das eben nicht nur irgendein Foto ist, das du dir halt irgend so mal nebenbei ausgesucht hast als Motiv, sondern dass du ja auch tatsächlich eine ganze Serie immer machst von
will dann die auch ein zusammenhängendes Story bilden. Also das mache ich nicht immer. Das Ja, ist aber. jetzt genau bei dieser What Remains-Serie, die ich ja gestern vorgestellt hatte, habe ich das erste Mal gemacht, dass wirklich Bilder aufeinander aufbauen. Ansonsten ist das meistens immer Kürzer. halt ein Bild, was halt dann eine Story oder ist natürlich schwer in einem Bild eine komplette Story zu erzählen, aber dann ist es halt eher so eine Emotion oder Okay. halt ein Gefühl, was halt rüberkommt, was halt dann dazu anregt, da drin eine Story zu sehen. Ja, aber die letzte Story, ich meine, das waren ja auch schon 13 Bilder, ist jetzt Genau. auch nicht klein, ne? Muss man auch Ja. so dazu sagen. Und ja, also ich meine, im Endeffekt ist es ja so, das, was du ja auch gestern gesagt hast, du lässt ja auch gerne eben ganz viel Spielraum für den Betrachter, dass da jeder seine eigene Story draus ziehen kann. Was ich auch sehr spannend finde, ne, dass man sagt, okay, man gibt nicht alles vor, sondern es ist wie eine Serie oder ein einzelner Hinweis, was es für jemanden sein kann und was man aber letztendlich selbst draus macht, ist dann jedem selbst überlassen. Ich finde das auch total schön, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich noch dran, als ich angefangen habe, meine Fotos im Internet zu präsentieren. Weil ich glaube, das erste Dreivierteljahr habe ich das nur für mich gemacht und hatte Angst, die irgendjemand zu zeigen. Und es war so total, also es war so mega schön, als dann Leute irgendwie gesagt haben, ja, ich sehe da auch was drin oder das berührt mich, das Bild oder irgendwie das Bild ist es für mich ganz besonders und ich wusste jetzt gar nicht warum, weil jeder sieht da ja was Eigenes drin, aber es ist einfach so das Schönste, was man hören kann, wenn jemand anderes auch was in den Bildern sieht. Also da freue ich mich immer sehr Ja. drüber. Ist auch auf jeden Fall eine schöne Art, seine Bilder dann zu präsentieren, dass man dem Ganzen auch einen Sinn gibt, ne? Und sagt, okay, da steckt was dahinter. Genau, Stefan hat geschrieben, das Bild ist schon auf Insta, Timeswap. Ja, du warst wahrscheinlich gestern nicht dabei. Es ging ja darum zu sagen, okay, wir nehmen ein Bild aus der Serie, beziehungsweise Sina nimmt ein Bild aus der Serie und zeigt uns mal, wie sie das eben sozusagen macht, ne? Und ist auch ganz spannend zu sehen, weil es jetzt auch ohne Vorgaben gibt, ohne Vorgaben ist, und also sie hat das praktisch aus dem, du kannst ja eigentlich selbst erzählen, ne? Ja, Du musst ja gar nicht also erzählen. später heute noch werde ich auch ein Bild bearbeiten, was noch nirgendwo veröffentlicht ist, was ich noch gar nicht angefangen habe. Das wird ja für mich auch ein bisschen spannend, weil man weiß ja immer nicht so genau, in welche Richtung es geht. Aber ich wollte euch jetzt ganz gerne anhand von dem Bild einfach schon mal meinen Workflow zeigen und euch einfach mal zeigen, wie das entstanden ist, das Bild. Aber du hast natürlich recht, man kann sich das Ergebnis schon angucken, aber es ist für mich auf jeden Fall auch sehr spannend, das mit der ersten Datei, die ich gemacht habe, zu vergleichen. Also es ist schon irgendwie ähnlich, aber auch manche Sachen habe ich auch anders gemacht. Aber Das ist doch cool. ja, genau. Ich habe jetzt übrigens gerade so ein bisschen diese dunklen Flecken einfach auf dieser Grauebene, die ich habe, rausgepinselt. Da muss man dann gar nicht irgendwie großartig was machen. Das kann man einfach gucken, wenn das irgendwo. Also es hilft halt auch, glaube ich, wenn man das mal von weiter weg betrachtet. Dann sieht man immer ganz gut, wo jetzt irgendwie noch ein dunkler Fleck ist und dann mache ich es einfach heller. Das ist Also schön. ganz simpel, kein Hexenwerk. Genau. Jetzt würde ich auch nochmal hier vielleicht an den Ecken die Vignette ein bisschen verstärken. Ich meine, es muss ja auch nicht perfekt aussehen. Im Endeffekt geht es ja darum zu sagen, so würdest du es bearbeiten. Genau. Und da du das Bild ja schon gepostet hast. Ja. Genau. Das kommt ja jetzt erst im zweiten Step, ne? Also, wenn wir das ja fertig haben, hast du ja noch ein bisschen was für uns in petto. Genau. Und vielleicht kann man ja eben auch da das Thema Storytelling ein bisschen mit reinbringen. Aber genau, machen wir jetzt erstmal das hier. So, dann mache ich noch Genau. ein bisschen Jetzt. dunkler. Und eigentlich ist es jetzt so vom Licht her schon ganz cool. Und jetzt kommt Color Grading und dann ist er auch schon fertig. Also, Sehr cool. ja, ich würde sagen, das passt. Und bei der Farbbearbeitung. Es ist bei mir auch echt viel Experimentieren. Ist jetzt nicht so, dass ich genau sage, okay, das muss jetzt da ein bisschen wärmer und da ein bisschen kälter, sondern man muss halt irgendwie gucken, wie es dann letztendlich zum Bild passt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen experimentieren und gucken, was bei rauskommt. Sehr schön. Ja. Martina hat übrigens auch gerade gefragt, ob du mit deinen Bildern auch, also ob das auch Auftragsarbeiten sind oder ob du sie irgendwo später auf Adobe Stock oder ähnlichem verkaufst oder sind es einfach nur für dich private Bilder, wo du sagst. Also, ich habe eine Bildagentur, die meine Bilder als Buchcover verkauft. Allerdings bin ich jetzt Cool. dazu übergegangen, da nur noch Ausschussmaterial einzureichen.
Und sozusagen nicht das fertige Artwork, was ich jetzt auch auf meinem Instagram zeigen würde, weil wenn das Bild halt dann irgendwie ganz oft auf ganz vielen Buchcovern zu sehen ist, dann ist das Das für ist ja mich auch blöd. dann, ja, dann ist es halt irgendwie kein Kunstwerk mehr in dem Sinne, wenn man es halt dann überall sehen kann. Und deswegen kommen da eigentlich nur noch also Ausschussmaterial hin. Und die Bilder, die ihr jetzt hier seht oder auf meinem Instagram seht, das sind fast alles freie Arbeiten, die ich einfach für mich gemacht habe. Aber man kann die als Prints zum Beispiel erwerben. Das ist eine Möglichkeit. Und Aufträge mache ich auch. Also es gibt auch ein paar Bilder tatsächlich, die ich auch auf Instagram stehen oder einfach habe von Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ja, wenn die mir besonders gut gefallen haben, dann frage ich halt die Kunden, kann ich die zeigen? Und dann kommen die auch auf meinen Instagram-Account. Aber ja, genau. Sehr schön. Genau. Stefan ist halt wieder besonders lustig drauf, fragt wieder, wann kommt die mit Project Gemini? Musst du schon noch ein bisschen gedulden, mein Lieber. Und ich ganz gut, der Tim hat dann irgendwo geschrieben, ja, am 30. und 31. Februar kommt es dann. Vielleicht, eventuell. Wer weiß. Genau. Aber er schreibt auch, du hast ein wunderschönes Insta-Profil mit sehr smart gecroppten und platzierten Bildern. Hut ab. Siehst du? Sehr schön. Nee, aber also ich finde es sehr interessant, wie gerade dieses Thema Stitching, ich meine, da gibt es natürlich einige, die sagen, okay, habe ich jetzt auch schon oft genug gesehen, ich weiß, wie es geht. Finde ich das nichtsdestotrotz auch sehr interessant, es einfach nochmal live zu sehen, weil, naja, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Alltägliches ist. Christine schreibt, ich dachte immer, Storytelling heißt, dass man jemand anderem eine Idee von etwas näher bringt. Sprich, dass man die Schritte bewusst macht, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen, ein bestimmtes Bild im Kopf von jemandem zu erzeugen. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, was du machst. Also jetzt gerade bei der Serie zumindest hast du ja zum Beispiel eine, wir hatten es ja gestern, wir hatten es genannt Storyboard quasi, ne? Also eigentlich ist es ja wie so ein Film, den man runterbricht auf verschiedene, auf die einzelnen Handlungssteps. Und wenn ihr mal kurz gucken wollt, auf ihrem Instagram-Channel, dann könnt ihr nämlich euch mal die Serie ansehen. Ich schicke mal den Link rüber. Zack. Instagram. Also schon in den Chat, nicht zu dir rüber, dass du nicht Ja, aufmachst, sondern. nee, alles klar. Nein, Ja, also ich verstehe halt unter Storytelling, dass man halt eine Geschichte erzählt. Und wie genau? übrigens, Glückwunsch, du hast die 20k geknackt. Yes, cool. Du wolltest eigentlich gestern schon hinkriegen, aber es hat heute geklappt. Sehr gut. Ja, als wir gerade gestartet haben, war es noch nicht so weit. Das muss jetzt eben gerade passiert sein. Ja, super cool. Danke euch. Ja, das ist einfach Ja, eine coole Community. sehr Das cool. ist super. Voldemort muss kurz weg. Ich hoffe, du bist dann genau gleich wieder da. Ansonsten, genau, morgen. Oder wie gesagt, ihr könnt euch natürlich den Stream jederzeit im Nachgang anschauen. Genau, aber du warst ja über ein Thema Storytelling. Also für dich, ich wollte dich jetzt eben nicht unterbrechen. Sorry dafür. Genau, also so würde ich es jetzt für mich interpretieren, dass man halt einfach eine Geschichte erzählt mit den Bildern. Und ja, dass es nicht einfach nur ein schönes Model in der Landschaft ist, sondern dass es halt eine Geschichte dahinter gibt. Genau. Wir können uns ja Ja. gleich mal vielleicht auch einfach ein paar von deinen Bildern nochmal angucken. Und da kannst du deine Story zum Beispiel dazu Ja, das erzählen. ist eine gute Ne? Idee. Machen wir Ne? das. Genau. Damit man einfach mal sieht, was du vielleicht für diejenigen, die vor allen Dingen das gestern vielleicht nicht mitbekommen haben, damit man auch so ein bisschen den Hintergrund erfährt. Aber wie sieht es denn mit euch aus? Was denkt ihr denn? Was ist denn für euch Storytelling? Oder was habt ihr denn für Gedanken im Kopf gehabt, als ihr das gelesen habt, ne? Storytelling in Verbindung mit Fotografie, weil das ist jetzt auch nichts Alltägliches, würde ich jetzt mal behaupten, ganz frech. Und mich würde sehr interessieren, was ihr da sagt. Ich glaube, die Sina auch. Ja, auf jeden Fall. Genau, was für euch Storytelling ist. Und genau, vielleicht merken wir ja, dass da ganz viele Parallelen sind. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, die für jeden anders ist. Von daher kann man das auch nicht unbedingt immer. Vereinheitlich. So, ich glaube, ich bin jetzt auch fast fertig. Da kann man natürlich, also manchmal verbringe ich wirklich Stunden damit, nur diese Farbregler hin und her zu schieben. Bei dem Bild war es halt so, dass ich es vom Original-Farblook eigentlich schon ganz cool fand und den einfach nur ein bisschen verstärke.
Aber bei anderen Bildern, wenn ich den nicht gleich finde, den richtigen Farblook, dann kann das echt sich ziehen. Aber ich bin hier eigentlich schon so ganz zufrieden. Ich habe jetzt hier auch nochmal den Hintergrund weiß gemacht. Ich finde das ziemlich hilfreich, wenn man gerade in den Farben ist, ist das nämlich zu blau hier und schwarz. Um das einfach nochmal so zu checken, ob das jetzt zu hell oder zu dunkel ist, das Bild, weil ich generell ja meine Bilder relativ dunkel fotografiere, habe ich das Gefühl, dass sie oft, dann wenn man sich die tagsüber anguckt und um einen herum ist ganz viel Licht und ich habe die dann nachts bearbeitet und für mich passt das perfekt mit der Helligkeit und dann gucke ich am nächsten Morgen und dann ist es plötzlich irgendwie voll dunkel. Deswegen mache ich es ganz oft einfach hier weiß, weiß im Hintergrund, um besser beurteilen zu können, ob das von der Helligkeit her passt. Aber es ist, ich finde, das ist sowieso ein schwieriges Thema, weil irgendwie jeder Bildschirm anders kalibriert ist. Und bei manchen sieht das halt dann mega gut aus und bei anderen halt dann nicht so toll. Kann man nichts machen. Also, ja. So ist das, Ja, so so ist es ist das. halt bei digitalen Bildern, ne? Klar. Genau, also, wie gesagt, man könnte da jetzt noch ewig weiter an den Feinheiten rum probieren, aber für mich passt es eigentlich so. Wir Also haben ja auch das. noch eh noch ganz genug anderes Material, ne? Von Genau. daher. Genau, aber wir können uns ja mal zum Vergleich das Originalbild angucken. Jetzt bin ich nämlich auch mal gespannt, Genau. wie ich es damals gemacht habe. Genau. Joachim hat auch eben geschrieben, er muss jetzt leider los. Schön, dass du da warst, Joachim. Morgen sehen wir uns hoffentlich wieder. Und er hat noch geschrieben: Liebe Sina, deine Bilder sind wirklich sehr magisch und stecken Danke. viele unerzählte Geschichten dahinter. Vielen Dank, ich freue mich auf weitere Geschichten. Dankeschön. Ja, cool. Na, uns kamen jetzt auch schon ein paar Sachen zum Thema Storytelling, was ich auch ganz schön finde. Karin schreibt zum Beispiel: Storytelling ist gleich ein Gefühl oder eine Situation zu vermitteln. Und Maria hat geschrieben: Ich wusste es nicht und habe mich überraschen lassen, habe mir aber Bilder vorgestellt, die viel Atmosphäre haben und etwas Bestimmtes in einem auslösen, also schwer zu beschreiben für sie. Stefan ganz plump: Bei Storytelling stelle ich mir eine Story vor. Ein Ja, Klassiker, bringt's auf den Punkt. Stefan, genau. Jürgen hat auch geschrieben: Die Bravo-Foto-Love-Story. Können wir auch mal machen hier, ne? Ganz, ganz schön mit ein paar Sprechblasen rein. Comic Sans noch reingehauen. Genau. Und genau, Martina zum Beispiel, genau wie Sina sagt: Bilder erzählen eine Geschichte. Und also Christian, beziehungsweise nicht Christian, hat da geschrieben: Bin da wohl etwas Laura Helena versaut. Ja. Genau. Genau, ich habe jetzt hier nochmal das hier ist das Originalbild, was ich auch auf meinem Instagram so gepostet habe. Und hier seht ihr jetzt das andere Bild. Kann ich die, in der Bridge kann ich die nebeneinander anzeigen, ne? Ja, sind jetzt zwei verschiedene Programme, genau, deswegen. Aber Egal, man sieht es ja so, man ich sieht mache es es ja jetzt einfach so, mal passt so. schon. Also es ist schon relativ ähnlich geworden, ne? Aber Aber zum Beispiel hast du ein anderes Beinkleid jetzt hier, ja, ne? genau, das Kleid ist ein bisschen anders, die Haare. Finde ich hier jetzt ehrlich gesagt auch im Original, was ich oder in der ersten Variante schöner. Hier ist es nicht so schön geworden, aber ja, genau. Hast ja auch mehr Zeit gehabt und weniger Zeitdruck vor allen Aber Dingen. jetzt wisst ihr mal, wie dieses Bild entstanden ist, Ja. von Anfang bis Sehr Ende. cool. Aber auch schön zu sehen, dass du halt einfach trotzdem, ich meine, du hast es ja nicht abgeschaut von dem Originalbild, sondern einfach mal wieder frei drauf los. Ja, ich habe extra nicht die Photoshop-Datei vom Originalbild parallel geöffnet gehabt, weil ich auch mal gucken wollte, wie das. Was passiert, wenn ich es dann nochmal mache, aber Genau. genau. Man könnte jetzt auch quasi sagen, ne, also jetzt in einem neuen Bild machst du, oder du Model. bist ja das Model, einen Step Forward, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt sagen Ja, würde, im stimmt. Thema Storytelling, du hast einen Fortschritt gemacht, Genau, und das bringt ne? es eigentlich auch ganz gut auf den Punkt, dass es so diese Details sind. Da macht das Model plötzlich einen Step. Oder ich hatte ja auch Bilder, in denen das Licht aus dem Himmel so rausgeholt wurde gegen, also ich habe mich am Ende letztendlich gegen diese Bilder entschieden. Und das sind halt diese kleinen Details in den Posen, auf die man halt dann achten kann, damit halt die Story rund wird. Und die halt auch nochmal ganz, also komplett auch die Story ändern können. Weil jetzt ist es ja eher so eine sehr ruhige und entspannte Pose und eher so in sich gekehrt. Aber das hätte man ja auch ganz anders machen können, an derselben Location mit denselben Lichtern und dann wäre es gleich eine andere Geschichte gewesen. Genau. Deswegen ist es halt super wichtig, das irgendwie dann zusammenzusetzen. Super cool. Aber wollen wir jetzt nochmal auf den Instagram-Account? Das können wir gerne machen, genau. Ja. Dann kannst du ja mal so ein bisschen zeigen für all diejenigen, wie gesagt, die es verpasst haben. Kann man das jetzt eben noch mal kurz aufmachen, dann bekommt man auch mal so ein Gefühl davon, was da eigentlich da hinten dran steht. Ne? Ich habe das Gefühl, ein paar haben es gestern gar nicht mitbekommen und das ist natürlich schade.
weil das ist ja auch ein großer Bestandteil von dem, was du machst, ne? Genau. Genau, das ist ja dein Account. Genau. Also, ich kann euch ja mal ein Bild zeigen. Da musste ich auch gar nicht so viel dran arbeiten. Das ist nämlich eins meiner Lieblingsbilder auch. Das ist das hier. Und zwar haben wir das nachts fotografiert auf einem Fotomeetup Ich mit gucke mal Tim gerade, ob man und. das nicht ein Kann bisschen man das größer größer machen machen? könnte. Ah, Ja, oh, genau. ja, perfekt. Sehr gut. Du kennst dich aus. Sehr gut. Genau. Das ist auch relativ dunkel. Mit dem lieben Tim und der Runa. Und das Bild heißt Ghost. Das habe ich, glaube ich, gar nicht dazu geschrieben. Und da haben wir, weil es halt nachts war, Langzeitbelichtung genutzt. Und Runa hat sich aber ganz leicht bewegt. Und dadurch wird ihr, also ist ihr Rock halt so ein bisschen unscharf. Und das ist praktisch gar nicht in Photoshop oder so entstanden, sondern das Bild sah eigentlich fast genauso schon aus, als es aus der Kamera gekommen ist. Bloß die Farben waren ein bisschen anders. Und da ist halt die Story, dass das halt ein Paar ist, aber sie praktisch nur noch wie der Geist an ihm dran ist und er praktisch eigentlich alleine ist. Und sie verschmilzt ja auch ein bisschen mit dem Hintergrund und verschwimmt so ein bisschen. Und das ist da die Story dahinter. Und ja, ich fand es halt ganz cool, dass man halt gar nicht unbedingt immer so viel dann mit Photoshop das im Nachhinein rein komposen muss, sondern dass gerade wenn man solche Sachen nutzt wie die Langzeitbelichtung, dass man dadurch dann auch schon einen besonderen Effekt halt bekommt, den man ja so gar nicht hat. Genau. Was war da für eine Blende? Was hast du denn für eine Blende verwendet? Weißt du das noch? Nein, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich habe das tut mir echt leid, aber da müsste ich wirklich in die Datei reingucken, weil das ist jetzt schon bestimmt 2 Jahre oder so her, als ich das Bild bearbeitet habe. Okay, aber ist ja Und alles gut. ja. Ich kann euch nur sagen, es war eine Langzeitbelichtung. Weißt du, wie lang die Langzeitbelichtung war? Bestimmt mindestens eine Sekunde. Also, Also jetzt keine 20 Sekunden, nein, aber es war nein, dann so lange wirklich. auch nicht. Aber schon so, dass Ja. ich die Kamera auf jeden Fall auf ein Stativ stellen musste. Ich finde das halt wahnsinnig spannend, weil also für mich wirkt es wie ein Gemälde, ja? Als ob das jemand in Öl gefasst hätte. Auch durch diese ganzen Schattierungen und das Ganze. Also wenn ich, auch gerade wenn ich es durch die Seite betrachte und im Stream wirkt das auch nochmal so ein bisschen mehr moody. Es ist richtig dunkel da, ne? Ja, genau. Es ist Also im eigentlich Original gar ist es ein nicht. bisschen heller, Ja. aber so finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht auch. Und was ich halt eine interessante Frage finde, ich habe das Problem nämlich auch öfter, und Maria hat das eben auch gefragt. Gibt es irgendwie einen Trick oder irgendwas, wo du sagst, dass man das Model dazu bewegen kann, dass es ganz still steht? Weil gerade bei Langzeitbelichtung ist es ja super wichtig, dass du dich nicht bewegst als Model. Ein Trick, also wie gesagt, ich glaube, das war jetzt so eine Sekunde vielleicht. Das kriegt man, glaube ich, noch hin. Ansonsten muss man wahrscheinlich wirklich darauf achten, dass man nicht so eine komplizierte Pose nimmt. Am besten, dass das Model irgendwie liegt oder sitzt. Und da kann ich jetzt auch nicht so den Trick raushauen, wie das am besten klappt. Also der Tim hat das ja sehr gut gemacht, dass er sehr, sehr still gestanden hat und deswegen dieser Kontrast zu Runa ganz gut entsteht. Aber ja, muss man halt einfach den Model sagen. Darf sich kein bisschen bewegen. Nicht ein bisschen. Ja. Na, Robert schreibt, Luft anhalten. Ja, oder das, Das ja. kann aber echt gut helfen. Also ich kenne das vom Schießen tatsächlich. Wenn du auf irgendwas zielst und die Luft anhältst, dann fällt es dir einfacher, das Ziel gerade zu halten, ne? Weil du halt einfach diese Bewegung dann nicht mehr hast. Das hält aber auch nicht lange. Aber kann halt eben für den Moment gut helfen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Danke. Christine schreibt, langsam ausatmen. Genau. Und ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Vielleicht, genau, kannst mit zwei Fingern, kannst du, wenn du es so Ach zusammen, so, ah, oh. genau, kannst du wieder rauszoomen Okay, dann und lerne ich dann hier kannst du noch wieder dazu. reinzoomen, wenn du es auseinander machst. Genau, also die Story von What Remains habe ich euch ja schon erzählt, Aber aber vielleicht wie? kannst du noch mal kurz erzählen für die, die es verpasst haben, weil das ist ja deine lange Serie. Genau. Boah, dieses Bild hier. Ups. Oh Mann. Welches willst du aufmachen? Ich glaube, das Tablet reagiert die ganze Zeit. Ah gut, stimmt, das kann sein. Genau, also in der Serie What Remains, die ja über 13 Bilder geht, geht es halt darum, was halt irgendwie bleibt, wenn man jemanden begegnet oder vielleicht auch eine Beziehung in irgendeiner Form mit jemandem hat. Ich habe jetzt hier für die Serie ein Paar gewählt, aber ich glaube, das kann man auch übergeordnet betrachten. Und
das Licht ist sozusagen immer das wiederkehrende Element, das kommt, und auch, dass der männliche Protagonist so dunkel, also diesen dunklen Mantel hat und eher düster gehalten ist. Das ist auch ein Element, das ich bewusst eingesetzt habe. Und am Anfang sind die praktisch noch alleine und ein bisschen auf der Suche. Also hier zum Beispiel bei dem Bild war es mir halt auch total wichtig, rüberzubringen, dass er halt alleine ist und ein bisschen verloren auch in der Landschaft und halt auf der Suche ist. Und dann wird praktisch die Protagonistin auch noch vorgestellt. Und das Licht ist so ein bisschen das, was sie halt ausmacht und wonach er dann in irgendeiner Form halt auch sucht und was er dann vom Weiten erst sieht und dann halt auch irgendwie mit aufnimmt und es ja dann auch praktisch für sich dann nimmt. Hier in dem Bild zum Beispiel, da hatten wir auch drüber geredet, das ist so ein bisschen an den Harry Potter Film. Oh ja, genau. Der fantastische Tierwesen. Erinnert mich so ein bisschen an den hier, diesen Scamander. Genau, und dann hat er praktisch ihr Licht. Also das, was sie ja auch irgendwie einzigartig gemacht hat. Und dann hat man ja manchmal das Gefühl, wenn solche Begegnungen oder wenn man halt jemanden trifft, wenn das auseinandergeht, dass man irgendwie was verliert. Also, dass man einen Teil von sich dann wieder verliert. Und das ist so ein bisschen diese Story, aber was bleibt denn wirklich? Und das Ende ist dann, dass sie ihr Licht doch wieder hat, aber sie hat halt diesen schwarzen Mantel von ihm an. Also, dass er eigentlich ein Teil von ihr geworden ist. Und halt auch, auch andersrum, dass er das Licht natürlich mitgenommen hat. Und dass man am Ende vielleicht wirklich nichts verliert, sondern einfach irgendwie sich weiterentwickelt hat und was dazugekommen ist. Und das ist so ein bisschen die Story, die, ja, genau. Die in deinem Kopf war. Die in meinem Kopf war, genau. Ja, aber ganz genau ja, durch den Titel, denke ich, ist halt schon auch ein bisschen was vorgegeben gewesen, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ansonsten habe ich das halt bewusst, als ich die Serie gepostet habe, nicht dazu geschrieben, weil ich finde das halt dann auch sehr schwer, weil dann wird es so, dann hat jeder vielleicht, also wenn ich jetzt die Story erzähle, hat jetzt vielleicht jeder von euch auch was anderes vor Augen, wie er das umsetzen würde. Und das will ich auch gar nicht, weil die Bilder sollen eigentlich so für sich sprechen und da soll jeder was Eigenes halt reininterpretieren können. Genau. Ja. Ich finde auch das hier, gestern kam auch die Frage, ich glaube, das haben wir gestern nicht mehr geschafft zu beantworten. Alles gut. Genau, für diejenigen, die es nicht wissen, die liebe Sina ist trotz Angeschlagenheit trotzdem hier. Also wenn sie ab und zu ein bisschen hustet, verzeiht's ihr. Ja, es tut mir leid, wenn ich euch voll huste. Genau. Ich gebe mir Mühe, nicht so viel zu husten. Wir müssen einfach alle mit husten, dann merkt das keiner. Genau, es kam nämlich gestern noch die Frage, ich glaube, ich habe das gestern nicht mehr geschafft, das für hier dich zu fragen, und zwar bezüglich deiner Models. Weil ab und zu bist du ja das, wenn du es nicht hinbekommst oder wenn du im Urlaub bist. Aber wie suchst du deine Models aus? Oder sind das Freunde von dir? Oder was sind die Models, die du aussuchst? Oder nach welchen Kriterien? Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar... das hier finde ich zum Beispiel sehr schön, das hier in der Mitte gerade. Das hier. Das ist ein super cooles Bild. Ja. Oh, upsie. Jetzt passiert. Genau. Also... ich fotografiere tatsächlich eigentlich lieber mit Models, als wenn ich selber vor die Kamera springen muss, weil ich dann halt die Kontrolle darüber habe, was das Model für eine Pose macht und ich weiß ja ungefähr die Story, die ich halt zeigen will und dann kann ich es halt auch gleich beurteilen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Selbstporträts mache, dann weiß ich halt in dem Moment nicht, wie es aussieht und kann nur vermuten, wie es wirkt auf dem Bild. Und das ist natürlich dann einfacher, wenn ich jetzt ein Model habe. Und mir ist es halt total wichtig, gerade weil das ja oft halt auch persönliche Storys sind und ja, es wichtig ist, dass man sich vertraut. Deswegen sind es oft Mädels, die ich kenne. Vor allem irgendwie durch Fotomeetups oder so habe ich viele Models auch kennengelernt. Und wenn man dann halt merkt, dass die Chemie stimmt und man ein gutes Gefühl hat, dann entsteht das halt dann von alleine. Zum Beispiel habe ich auch relativ häufig meine Cousine schon fotografiert. Sie war auch die Meerjungfrau hier in dem Bild. Okay. Oder das, fand das, ich auch ist auch, das ist auch die Paula. Sehr cool. Ups. Oh. Ja. Hier. So ist das, wenn man eigentlich mit Windows ist und dann irgendwie mit so einem Mac rumagieren muss. Was willst du machen? Ich will einfach nur scrollen. Aber irgendwie... dann such mal wieder rein. Dann, ach so. Dann hast du diesen Stress nicht. Genau, ich bist du wieder mit. Genau, hier, das ist auch die Paula. Ups, das... Boah. Irgendwie das jetzt.
Ich glaube, ich muss das hier Das rein. liegt am Tablet wahrscheinlich. Ich muss das mal ein Genau. bisschen zur Seite legen, das ist so empfindlich. Genau, das ist auch die Paula. Ja, wir kennen uns ja schon, seit sie auf der Welt ist. Und deswegen ist es für mich, oder das ist sie auch. Und das ist sie auch. Und dann ist es für mich einfach viel, viel einfacher, dann mit ihr auch so ein bisschen rum zu experimentieren. Und sie hat dann auch nicht die Erwartungshaltung, dass sie dann eine Woche später jetzt 10 mega krasse Bilder bekommt, sondern sie weiß, dass es für mich halt auch so ein Prozess ist. Und ich kann das halt auch nie versprechen, dass es jetzt irgendwie ein mega cooles Foto dann am Ende wird, weil man weiß es halt einfach nicht, wie jetzt gerade das Wetter dann war an dem Tag oder die Lichtverhältnisse oder wie man halt irgendwie selber drauf ist. Und es kann auch mal passieren, dass halt dann ein Shooting nichts wird. Und eigentlich sind das wirklich alles Mädels, die ich kenne. Aber es passiert mir auch immer wieder, dass mich Models anschreiben. Und wenn ich jetzt eh gerade einen Entschuldigung, Alles gut. wenn ich jetzt eh gerade ein Projekt plane. Und ich habe ein gutes Gefühl und wir verstehen uns schon beim Schreiben ganz gut. Dann ist es auch durchaus möglich, dass ich mal mit Models arbeite, die jetzt halt wirklich, die ich noch nicht vorher kenne. Also da bin ich eigentlich relativ offen. Aber ja, es ist dann halt auch cool, wenn man irgendwie gemeinsam vielleicht dann in eine coole Location fährt. Also dass man das dann nicht jetzt in Hamburg, wohl in Hamburg. Das habe ich nämlich auch überlegt. In Hamburg um die Ecke ist ja zum Beispiel die Nordheide, da kann man auch sehr schön fotografieren. Nordheide. Genau, da sind auch, ist auch dieses Foto zum Beispiel entstanden. Das ist halt echt eine super coole Location. Genau, aber das hilft dann zum Beispiel. Ich habe auch schon überlegt, ich hatte ja gestern kurz erwähnt, dass ich super gerne nach Island will. Und vielleicht findet sich ja das ein oder andere Model, was mitkommt. Das wäre ganz cool, weil da müsste ich mich nicht selber fotografieren. Und vielleicht hat ja jemand Lust, also falls jetzt gerade Models zu gucken und im Mai wollte ich eventuell dorthin und das passt, könnt ihr mir gerne schreiben, vielleicht können wir ja was zusammen starten. Also, Genau, falls ihr jemanden ja. kennt oder falls ihr Interesse habt und das passen könnte für euch, könnt ihr Ja. euch ja gerne bei der Sina melden. Es ist ganz spontan, ein spontaner Aufruf. ganz spontan, genau. Robert hat geschrieben, mein Opa hat immer gesagt, das beste Mittel gegen Husten ist nicht husten. Ja, so kann Ich man es auch versuche es, versuchen. wirklich. Ich unterdrücke das schon in dem, ja, 90% der Fälle, aber manchmal kommt es Alles einfach gut. raus. Es tut mir leid. Alles gut. Auch ein paar Fragen, die jetzt kamen. Vielleicht können wir die auch noch mal ganz kurz durchgehen. Oder vielleicht noch eins dazu, weil der Stefan hatte geschrieben, er findet die Unterwasserbilder ganz cool. Genau, da hatten wir gestern schon mal zusammen drüber geschaut. Auch ganz interessant, solltet ihr euch auf jeden Fall den Stream von gestern ansehen. Da erklärt nämlich die Sina auch, wie sie das mit den Flossen gemacht hat, was ich auch sehr, sehr spannend finde bei dem einen Unterwasserbild. Ja, bei der Meerjungfrau, Genau, bei ne? der Meerjungfrau. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie ist das? Genau, mit den Kleidern. Du hast ja auch erzählt, teilweise machst du dir auch die Sachen selbst. Hast du einen Tipp für die Community, wo man solche coolen Kleider herbekommen kann, wenn man sie jetzt irgendwie kaufen will? Also tatsächlich ist es so, dass ich relativ viel selber nähe, einfach. Aber auf Fotos muss man jetzt nicht so super ordentlich die Nähte setzen. Also wenn man da nah rangeht, also verkaufen könnte man die Kleider jetzt nicht unbedingt. Ich kenne auch so ein paar Fotografen, die verkaufen dann ihre Kleider, weil die das so wunderschön genäht haben. Das mache ich leider nicht so ordentlich. Mir ist es halt irgendwie immer wichtig, dass sie cool wehen und dass sie vielleicht so ein bisschen überlang sind, damit man da was mitmachen kann. Das Kleid jetzt hier von dem Bild, was ich jetzt auch gerade bearbeitet habe, das hier, das habe ich bei ASOS einfach bestellt. Also das kann man ganz normal kaufen. Da kann man auch immer mal durchklicken bei langen Abendkleidern. Da sind echt ganz coole dabei. Den Mantel beispielsweise habe ich im Secondhand-Laden gekauft. Also auch ganz easy, einfach mal so durchlaufen. Da gibt es ganz coole Sachen. Oder das Kleid hier, das ist von der Aviatrix. Die hat mir mal ein paar Kleider zur Verfügung gestellt. Und die durfte ich dann fotografieren. Das war auch ganz cool. Sehr cool. Und ja, oder zum Beispiel diese Kleider hier mit diesen Haaren dran. Das war eine Auftragsarbeit, die ich mal gemacht habe für eine Designerin. Das war ihre Abschlusskollektion. Und das ist natürlich mega cool, weil dann ist es zum einen halt ein Auftrag, zum anderen sind das mega schöne Kleider. Das war eine, ja, eine Win-Win-Situation dann sozusagen. Genau. Aber ansonsten, also das Kleid hier, oder das ist eher so ein Rock. Das habe ich selber gemacht oder auch das Blaue.
Kleid aus der Serie hier. Das habe ich auch selber genäht. Genau. Faszinierend, dass da echt so viel Eigenarbeit drin steckt. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Maria hat auch eben geschrieben, oder war es Maria? Ja. Nee, Maria war es nicht. Es war. Das hat sie ja geschrieben. Doch, Maria hat es geschrieben. Genau. Stoff kaufen, selber machen, finde ich richtig gut. Wie oft gehst du shooten? Wie oft? Also, das kommt ganz drauf an. Ich würde sagen, ich bin jetzt gar nicht mehr so doll aktiv, wie ich es mal vor 2, 3 Jahren war. Das finde ich auch ziemlich schade. Was einfach damit zusammenhängt, dass ich durch meinen Job ziemlich eingespannt bin und dann das einfach nicht so oft schaffe. Deswegen fotografiere ich inzwischen fast nur noch, wenn ich wirklich auf Reisen bin und im Urlaub bin. Und ich schaffe es vielleicht alle paar Monate mal, dann auch ein Shooting von zu Hause aus zu organisieren. Oder ich mache halt mal Selbstporträts, das hier die beiden zum Beispiel, das war auch so eine spontane Aktion. Da wollte ich unbedingt mal wieder neue Bilder haben. Und dann habe ich einfach mich ins Wohnzimmer bei uns gesetzt und mal losgelegt. Das bei euch im Wohnzimmer. Genau, Hast ein ja. bisschen Nebel hinten reingemacht und. Ich habe so eine Nebelmaschine, habe ich mir geholt. Und der Glastisch, der ist halt so cool. Also das war echt eine gute Investition, weil dadurch kriegt man halt so einen Coolen bisschen Effekt. surrealen Effekt, weil man diese Spiegelung hat und das dann wie so eine zweite Welt so ein bisschen wirkt. Und genau, Hat dann habe ich auch mir wieder eine die. Story, Ja, ne? genau, ja. Und dann habe ich diese Blumen besorgt und dann habe ich einfach mal losgelegt. Und es war auch ein cooler Nachmittag, wenn man einfach mal sich so ein bisschen ganz alleine mit sich selbst beschäftigt, einfach ein paar Fotos macht. Die Nebelmaschine habe ich noch mit dem Fuß betätigt und dann diese Bilder gemacht. Und in einer Hand hatte ich eigentlich auch immer einen Funkauslöser. Und dann musste ich halt die Arme zusammen shoppen, ne, dass man den nicht sieht. Dass ich Das heißt, du machst jetzt auch gar nichts mehr irgendwie auf TFP-Basis, sondern alles für Doch, dich auch. also Also wenn ich jetzt hast du ein jetzt, bisschen erzählt, genau, genau, also sorry. wenn ich jetzt freie Projekte mache und was plane, dann ist das auf TFP-Basis. Also dann muss jetzt keiner was bezahlen. Aber dann muss das halt auch irgendwie passen, dass irgendwie, ja, das harmoniert und wir irgendwie beide eine coole Idee haben und zu einer coolen Location fahren wollen. Und dadurch, dass ich halt einfach gar nicht so oft freie Projekte mache, kommt es halt einfach nicht so häufig vor. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann irgendwie jemanden nicht gut finde oder so, sondern das ist einfach zeitlich limitiert bei mir. Aber ja, ansonsten kann man mich natürlich auch buchen. Also, das geht auch. Was? Ja. Genau. Sehr cool. Andreas schreibt, Sina Oh nein. Schatzi. Nein, alles gut. Also gar nichts Böses, er hat nur geschrieben, liebe Grüße aus Hamburg an dich. Und er sitzt jetzt gerade hier im Büro und hat sich kurz rausgeschlichen, um dir zuschauen zu können. Hallo. Hallo? Ja, ist ein bisschen Bloßstellung muss doch sein. Und ist doch Oh alles. Ach Mann. Quatsch, alles gut. Finde ich auch immer wieder cool, dass dann auch wirklich dann Leute aus dem eigenen Bekanntenkreis oder so dann vorbeikommen, sich das dann extra ansehen. Das ist super Ja. cool. Zeigt ja, dass du hier Unterstützung hast, ne? Ja. Genau. Phil hat eben nochmal gefragt, war der Wald an der Steilküste der Geisterwald in Nienhagen? Ja, das war der Wald. Kannst du nochmal Genau. kurz zeigen, dass man nochmal weiß für diejenigen. Wo hatte ich das denn hier unten, glaube ich, ne? Ja. Krass, Genau. wie gut du das dann direkt rausgefunden hast. Ja, der ist Zack. relativ bekannt auch, glaube ich, unter Ja. den Fotografen. Den habe ich auch schon öfters gesehen, auch bei anderen Leuten. Aber das ist auch echt eine coole Location. Ja, so ein Dann bisschen wie die ist man es auch nochmal. Geierleihbrücke oder hier, wie heißt der? Ratzeputz? Nee. Wie heißt diese Teufelsbrücke? Die dann Ah praktisch ja, wie so ein. Die macht wie so ein Kreis, wenn ja, du dann über den ich weiß See nicht, dann wie nicht sie so. Ich weiß nicht, heißt. irgendwas mit R, glaube ich. Ja, die ist ja auch sehr bekannt. Ja, die sehe ich auch eigentlich bei jedem Landschaftsfotografen. Jeder hat die Ja. irgendwo drauf. Aber ich glaube, die wird gerade umgebaut oder irgendwie restauriert oder so. Irgendwas war da. Genau. Und nochmal vielleicht für alle, was dein Job eigentlich ist, weil jetzt nochmal die Frage kam. Ich bin Designerin. Ich habe Industriedesign studiert und arbeite in einem Designbüro. Ja, und dann, ja, was mache ich da? Unterschiedliche Sachen, ne? Design. Im Design, genau. Also viel Ausstellungsgestaltung in dem Bereich. Ja. Sehr cool. Karin fragt, wie viel Zeit verbringst du eigentlich beim verschiedenen Kapitel machen, ne, um so eine super Serie zu tun, ne, also oder zu erstellen. Also planen, nähen, fotografieren, nachbearbeiten und so weiter. Was ist so dein Time Invest? Oh Gott, das ist ganz schwer, glaube ich, zu beurteilen. Also,
Wie viel Zeit jetzt insgesamt? Also bei der Serie jetzt bei What Remains, da wusste ich halt schon, okay, wir fliegen nach Fuerteventura und da gibt es diese karge Landschaft, diese wüstenähnliche Landschaft mit Bergen. Da konnte ich schon mal so grob planen, was ich überhaupt machen kann, also was da die Möglichkeiten sind. Ich war da halt vorher noch nicht, deswegen war es auch eine kleine Überraschung, aber ja, man kann ja trotzdem im Internet immer mal ganz gut gucken. Und Ja, dann auf habe jeden ich Fall. einfach, ja, dann habe ich die Outfits mir zusammengesucht. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Halt immer, also so in den Wochen vor dem Urlaub habe ich halt immer mal wieder geguckt, was ich noch brauche. Ich wollte halt unbedingt so einen schwarzen Mantel haben. Und das Kleid habe ich einfach bestellt. Oder diese Lichter auch einfach. Also so viel Zeit ist da jetzt auch nicht bei drauf gegangen. Ich weiß nicht, die Idee ist halt, ich kann das gar nicht so festmachen, dass ich jetzt irgendwie auf die Uhr gucke und sehe, okay, da habe ich jetzt 3 Stunden lang nur Konzept geplant, sondern das entsteht halt so nebenbei, die Bilder. Also es ist ganz oft so, ich bin Freunden unterwegs und plötzlich habe ich ein Bild vor Augen und dann mache ich mir eine kurze Notiz und dann weiß ich schon mal irgendwie ein weiteres Bild, was ich auf jeden Fall umsetzen möchte. Und ja, also ich glaube, das entsteht ganz viel so in meinem ganz normalen Alltag, ohne dass ich jetzt bewusst mich hinsetze und sage, okay, ich plane jetzt dieses Bild, weil ich möchte jetzt das und das Thema umsetzen, sondern es ist eher so, dass die Idee zu mir kommt und dann denke ich, ach cool, das muss ich jetzt realisieren. Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber zum Beispiel bei dieser Meerjungfrauen-Serie, da hatte ich dieses Bild eigentlich ziemlich genau schon vor Augen. Eine Meerjungfrau, die halt so wirklich ganz einsam im dunklen Wasser schwebt. Und da wusste ich halt, okay, ich möchte gerne diesen Meerjungfrauenschwanz selber bauen, weil ich gerne so eine riesige Flosse haben wollte mit viel Stoff. Und ich glaube, an diesem Meerjungfrauenschwanz habe ich schon so 2, 3 Tage dann auch gearbeitet. Also nur vom Zeitinvest her, um das vielleicht in, ja. Wahnsinn. Also man merkt auch wirklich, wie viel Einsatzbereitschaft du da zeigst und Nee, fällt auch ganz cool. oft hier in der Do-it-yourself ist halt auch wirklich eine coole Sache. Ja, das macht auch Spaß. Also das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen mit dazu. Einmal das vorzubereiten, also diese Krone hier zum Beispiel, die habe ich auch noch gebastelt. Ja, ich weiß, es gibt so ein paar Fotografen, die richtig, richtig krasse Headdresses raushauen. Und ich habe hier eine Muschelkrone gebaut. Aber immerhin. Und Ja, das ist super cool. genau, also einfach dieser ganze Prozess von die Sachen raussuchen, zu einer coolen Location fahren, irgendwie sich mit jemandem austauschen und eine Verbindung mit dem Model zu schaffen, das Ganze dann zu fotografieren, zur richtigen Lichtstimmung, weil das ist auch super wichtig, zum Beispiel diese Dreamwalker-Serie hier. Da haben wir bestimmt 3 oder 4 Stunden auf diesen Felsen einfach nur gewartet, weil das Licht war einfach super hart, weil wir irgendwie um 14 Uhr oder so schon da waren. Und da wollte ich halt dann auch gar nicht fotografieren, weil ich wusste halt gleich, ich krieg das halt nicht hin, dann diese Stimmung, die ich mir wünsche, dann hinzubekommen. Und dann haben wir halt so lange gewartet, bis das Licht halt dann, ja, oder die Sonne halt untergegangen ist und der Nebel aufgezogen ist. Und dann hat man halt nun irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und dann ist es aber auch ganz, ganz cool. Ja, und dann der letzte Schritt halt das Bearbeiten. Ich finde alles cool. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwas am liebsten mache, sondern ich mag jeden Schritt ziemlich gerne. Das ist doch super cool, zu sagen, hey, das Ganze gehört dann einfach dazu, inklusive Storytelling, um es nochmal zu sagen. Nein, aber es ist echt eine schöne Sache, und auch eben dieser Gedanke zu sagen, ich mache das alles selbst, weil es auch einfach ein Teil dabei ist von dem Ganzen, was du da tust, rundet das Ganze ja nochmal schön ab. Sehr schön. Das war jetzt mal ein kleiner Exkurs. Und du hast ja noch was mitgebracht für heute. Genau. Genau. Was zeigst du uns jetzt? Ja. Jetzt geht's weiter in die nächste Runde. Jetzt geht's nämlich, jetzt sind wir ja mit dem Bild durch. Ich mache, schließe das mal. Ja, speichern wir mal lieber. Sicher, sicher. Und zwar habe ich ja schon angekündigt, dass ich ein Bild mit euch bearbeiten will, was ich noch gar nicht irgendwie vorher angepackt habe und, ups, und da noch gar nichts zu gemacht habe. Und darum wird es für mich jetzt auch ein bisschen spannend, weil ich hoffe, dass was Cooles bei rauskommt. Und zwar habe ich das im Urlaub gemacht, als ich in Kalifornien war. Da war ich letzten Oktober. Und im Yosemite Nationalpark ist das Bild entstanden. Das ist auch, ja, ich kann ja mal hier so ein bisschen anfangen durchzuklicken. Das ist halt auch eine relativ bekannte Location. Das ist der Half Dome.
Ich hoffe, das ist jetzt wirklich der Halfdome, aber ich glaube, das ist der Halfdome im Hintergrund. Und da haben wir auch eigentlich so den, das ist mein Freund, Hinhalten da für muss dich. er, ups, da muss er hinhalten, genau, damit ich gucken kann, oh hä, kann ich denn jetzt, so, damit ich halt gucken kann, ob das cool aussieht von der Location her. Und da haben wir halt auch gewartet, bis das Licht halt schön war. Und man sieht ja auch hier ganz cool, dass das so richtig rosa-blau ist. Und Das ist alles raws, ne? Sie hast jetzt genau. einfach nur von der Kamera praktisch jetzt hier Genau, da ist noch reingeschifft. gar nichts dran gemacht. Ich habe die auch noch überhaupt nicht bewertet oder gesichtet. Das heißt, das ist für mich jetzt hier auch ganz was Ach, Neues. schön. Und dieser Mantel zum Beispiel, den ich da anhabe, das ist ein Mantel, den ich aus einem Kostümfundus gekauft habe, einfach am Theater. Viele denken, dass ich den selber genäht habe, aber den tatsächlich nicht. Also, weil ich habe den schon ein paar Mal anderen Leuten ausgeliehen, die dachten immer, ich habe den selber genäht. Aber den habe ich gekauft. Den habe ich gar nicht selber gemacht. Einfach gekauft. Ja, aber Kostümfundus ist auf jeden Fall auch ein ganz guter Tipp, wenn man wirklich so ein bisschen außergewöhnlichere Outfits haben möchte, dann ist das häufig so, dass ja, ein Theater eine Veranstaltung macht, dass man die Kostüme dort kaufen kann. Also auch ganz früh hingehen am besten, weil die coolsten Sachen sind meistens sofort weg. Und dann findet man mal sowas, hat man Glück. Und dieser Mantel ist auf jeden Fall mega cool. Genau. Und hier jetzt zum Thema Storytelling war die Idee halt, es gibt halt diese wunderschöne Landschaft, auf die das Model sozusagen raufguckt. Und es soll so ein bisschen der Eindruck entstehen, dass man in diese, also dass man in eine ungewisse, aber auch schöne Zukunft blickt und so ein bisschen reingezogen wird. So ein bisschen eine, ja, so ein Gefühl von Sehnsucht wollte ich darüber bringen. Und das funktioniert auch immer ganz gut, wenn man dann von hinten das Model fotografiert, weil man dann wirklich noch ein bisschen reingezogen wird in das Bild. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, was halt irgendwie am coolsten aussieht. Ich würde das jetzt einfach mal parallel Genau, du bewerten. kannst ja in Ruhe jetzt erstmal so ein bisschen sichten, Genau. weil das Coole ist jetzt tatsächlich zu sagen, du hast dir die Bilder jetzt noch gar nicht so richtig vorher angeguckt, ne, sondern einfach wirklich genommen aus der Serie und gesagt, jetzt machen wir das zusammen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Genau, also ich habe wirklich nur mal kurz an der Kamera an dem Tag, an dem ich die Bilder gemacht habe, das durchgeguckt, ob da was dabei ist. Und ja, jetzt schaue ich mal, Genau, schau was doch mal. draus wird. Genau. Genau. Tim hat auch eben geschrieben, es erstaunt mich immer wieder, wie viel man aus scheinbar zu dunklen Bildern rausholen kann. Und genau, Stefan hat geschrieben, links geht immer, rechts dann nimmer, heißt doch immer in Histo. In Histo. Ja, ich mache das Wirklich. tatsächlich so, dass ich die Bilder lieber ein bisschen dunkler fotografiere, damit ich im Himmel dann auch noch die Informationen habe. Also jetzt gerade mit diesem Lichtverlauf, also da ist ja noch so ein bisschen rosa und so mit drin. Wenn ich jetzt das Model komplett hell gemacht hätte, dann wäre da einfach Informationen verloren gegangen, die ich halt total schön finde, gerade jetzt für die ganze Stimmung. Und deswegen habe ich es lieber ein bisschen dunkler fotografiert, weil das kriege ich auf jeden Fall noch hochgezogen wieder. Na, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich fotografiere tatsächlich auch immer ein bisschen, lieber ein bisschen zu dunkel, weil hochziehen kannst du immer tatsächlich. Aber ein reines Weiß kriegst du halt einfach nicht mehr weg. Beziehungsweise hast du halt keine Informationen mehr drin. Aber Maria schreibt zum Beispiel, lustigerweise mache ich es immer andersrum. Ich fotografiere immer lieber etwas zu hell und dunkel ist dann ab. Weil sie damit wohl ja, persönlich bessere Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, das ist auch einfach so Gewohnheitssache, ne? Was man dann Ja, es irgendwann in kommt immer seinem drauf an, genau. Workflow so hat. Das kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was du in irgendeiner Form dann machst. Genau, ich achte jetzt hier bei den Posen so ein bisschen drauf, dass dieses Sehnsuchtsgefühl so ein bisschen rüberkommt, dass man wirklich das Gefühl hat, dass. Also es gibt ein paar Bilder, wo dieser Mantel extrem dolle durch die Gegend weht. Das finde ich ein bisschen zu extrem. Ich glaube, ich will lieber was Ruhigeres haben. So ein leichter Windhauch, der dann deinen Mantel mitnimmt. Ja, ich will das gar nicht so übertrieben haben. Genau, und hier ist es auch schon durch. Und hier sieht man wieder das, was ich auch gestern beschrieben habe, dass ich dann einmal drumherum die Fotos gemacht habe. Und jetzt kommt der auch. Der arbeitet jetzt ganz schön, ne? Ja, Dann, oder der gut, aber es ist Laptop. ja natürlich auch. Ja. Du hast ja auch einige Bilder drin. 14 GB waren es eben, glaube ich, die wir rübergezogen haben, ne? Ja, und das ist jetzt wirklich nur dieses eine Shooting. Ja, krass. Viel Speicherplatz, so was wir brauchen Ich können. gucke nochmal durch, ob ich irgendwas übersehen habe, was ich vielleicht cool fand. Sowas nicht. Eigentlich ganz schön.
von der Pose, dass es eher was Ruhiges ist, jetzt nicht so super dynamisch. Obwohl das finde ich auch cool, weil so ein bisschen Bewegung in den Haaren ist, aber nicht so übertrieben. Ich glaube, das ist, ich gebe vielleicht sogar schon mal direkt 2 Sterne. Ja. Wow, so ein Sieger. Ja, also wenn ich irgendwas sehe, was ich richtig cool finde, dann kriegst du direkt zwei Dann haust du Sterne. direkt schon einen drauf. Ja. Okay. Ja, wir haben ja gestern, hat sie sich dann nämlich schon erklärt für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Erstmal sortiert sie alles mit einem Stern und dann, also die praktisch ihr gefallen, mit einem Stern und dann wird dann nochmal drauf geschaut und nochmal abgestuft, was von den Sachen, die jetzt rausgesucht wurden, dann tatsächlich besser ist. Also erstmal eins und dann geht es dann immer weiter. Und Ja, eventuell. sowas ist natürlich bescheuert, ne? Ja, ist doch alles gut. Das heißt ja nur, es gefällt dir extrem gut. Das heißt, du hast schon mal einen kleinen Favorite. Das ist schon mal gut. Genau. Ja, nee, das, ich glaube, mir ist das zu viel mit den ganzen. Ich glaube, ich will weniger. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also unten, dieser untere Bereich, den oberen nicht so. Aber das könnte man ja dann zusammensetzen. Oder hier ist auch ganz cool. Oder Genau. das. Maria hat eben auch schon gefragt, hat mir gestern so ein bisschen angesprochen, ne? Wie du drumherum fotografierst, während du noch stehst. Genau, also das ist halt einfach wichtig, dass man an einer Position auf jeden Fall stehen bleibt und ja, möglichst wie ein Stativ fungiert, dass der Ausgangspunkt von der Kamera halt immer der gleiche ist und man dann so kreisförmig drumherum geht. Obwohl ich muss halt auch sagen, wenn man das jetzt so automatisiert zusammenstitcht, dann das finde ich auch cool. Vielleicht finde ich. Ja, das könnte auch 2 Sterne. Nimm es. Ja. Weil das. Also hier hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass jemand richtig gleich los will. Ja. Das war auch voll. Das? Und das sieht nicht richtig. Also der Mantel verläuft Ja. da sehr schön mit dem Ja. Schwung. Ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen. Also du hast schon recht. Aber dass es nicht zu übertrieben ist mit diesem Schwung und dann ist es irgendwie. Also Dann willst was passt es nicht mehr so, Natürlicher. genau, dann passt es nicht mehr so zu, Zu dem Mut. genau, zu dieser Stimmung, die dann rüberkommen soll, weil dann ist es halt so, warum ist es jetzt plötzlich so super windig da? Also warum, also was macht Jo, das das jetzt ist ja für ein, verständlich, klar. ja. Das hängt immer davon ab, wie du es machen Obwohl, das finde würdest. ich auch cool. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug, die irgendwie mindestens 2 Sterne haben. Ich gucke gleich nochmal dann im Endbild. Und das nächste, was ich jetzt machen würde, ist halt das, was ich hier drumherum fotografiert habe, zusammen zu mergen mit Photoshop. Und diesmal mache ich es auch automatisch und nicht händisch, so wie in dem Bild, was ich davor gezeigt habe. Und genau, also alle Bilder, die jetzt hier kommen, sind praktisch diese Bilder, die ich drumherum fotografiert habe. Aber ich würde jetzt nicht alle nehmen, weil ich glaube, das sind 20 Bilder oder so, sondern nur bis hier, weil sonst schleichen sich immer so viele Bildfehler ein. Also dann funktioniert das meistens nicht so gut. Was Auto-Stitching dann meinst, ne? Genau, also ich habe das Gefühl, je mehr Bilder es sind, es ist halt ganz unterschiedlich. Ich habe es auch schon mal hinbekommen mit 20 oder 30 Bildern und da waren keine Fehler, aber Schauen wir mal. genau, also die exportiere ich mir jetzt nochmal in einen extra Ordner, damit ich die auch wiederfinde, damit ich die jetzt nicht so selber suchen muss. Stitch. Auf dem Schreibtisch, das passt. Und dann hier Original. Und dann exportiere ich die. Hat er das jetzt gemacht so schnell? Ja, Ja, schon doch. mal gespannt, was jetzt Das ging noch ja kommt. schnell. In dem Also Fall bei hast mir dauert das immer länger. du. Gut, das ist jetzt auch. Es Okay. ist jetzt kein Ultrabook, ne? Also, es ist ja schon mit fest verbauter Grafikkarte und allem drin, Okay. i7-Prozessor. Ist noch ein bisschen was anderes als ein Surface Book. Aber ich glaube, die Surface Pros sind mittlerweile auch sehr, sehr gut. Also, da hat Windows auch schon einiges gemacht, beziehungsweise Microsoft. So, das öffne ich mir auch schon mal in Photoshop. Aber in dem Fall hast du dir die Story schon vorher ausgedacht gehabt, oder? Nee, ich würde sagen, da hatte ich jetzt nicht irgendwie den Plan, dass wir da jetzt in diesen Yosemite Park fahren und ich sage, ich möchte jetzt genau das. Sondern da war es wirklich eher so, dass ich hatte die Kamera dabei, weil ich wusste, da ist es halt so schön. Ich würde gerne Fotos machen und dann habe ich mich inspirieren lassen von der Umgebung. Also, und dann ist für mich
einfach als die Sonne dann untergegangen ist und die Wolken dann hochgekommen sind und die ganze Lichtstimmung, das hat einfach in mir dann dieses Gefühl ausgelöst, was ich halt dann gerne umsetzen wollte. Sehr Genau. cool. Und jetzt kommt dieses Automatisieren. Fotomerch. Ja. Jetzt kommt's in Aktion. Das, was gestern auch schon einige Leute angesprochen haben. Ups. Wie kann ich das denn hier sortieren? Das, was willst du machen? Dass ich nur die, das, also das sind ja jetzt immer zwei, dass ich das sortiere nach, nach Art oder nach Typ, den Ordner. Warum willst du jetzt alle auswählen auf einmal, oder was? Genau, aber nur die hier, weil die Normalerweise kannst du hier CR2. einfach, hier gibst du einfach mal CR2 ein. Genau, und dann auf Stitch drücken. So, jetzt hast du... Ich will halt nur... Warum hat er denn jetzt die anderen? Eigentlich kann man doch immer nach Typ sortieren, den Ordner, oder? Warum geht das denn nicht? Ja, ich weiß halt nicht, wie das bei Mac geht. Weiß aber ich auch dann... nicht. Normalerweise, das andere ist so ein XMP-File. Warum zeigt er das jetzt Ich mit an? weiß auch nicht. Kann man Ja, das... okay, ansonsten so. Ja. Ich mach's immer so, wenn ich jetzt RAWs und JPEGs habe, dann gebe ich oben einfach dann meinen Punkt RAW ein und dann zeige ich mir nur die RAWs an. Genau, und hier kann man ja jetzt auch anklicken, dass man die Vignette raushaben möchte, dann die geometrische Verzerrung. Und dann... Sollte er. Dann wird es immer spannend. Dann arbeitet Magic. Er ein bisschen und dann hoffe ich immer, dass es klappt. Und ich Bin ich mal gespannt. Nicht zu viel rumgewackelt habe mit der Kamera und er das gut erkannt hat alles. Und die Überblendung halt gut funktioniert. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Alles gut, da aber brauchen wir ein bisschen. macht er dann jetzt auch automatisch den Arbeitsbereich größer? Genau, also das wird jetzt, das wirst du gleich sehen, irgendwie die Ränder sind da jetzt nicht gerade abgeschnitten, sondern man sieht richtig, wie er das verzerrt hat, damit das halt alles zusammenpasst. Aber das kannst du ja dann selbst beschneiden. Genau, und da muss ich natürlich dann die Ränder dann auch nochmal ein bisschen korrigieren. Klar. Und nacharbeiten, also ein bisschen nacharbeiten muss man immer, es sei denn, man schneidet das jetzt so weit ab, dass es halt passt. Aber ja, das wäre jetzt auch ganz spannend. So gespannt. Aber was halt auch immer ein bisschen nervig ist, weswegen ich das teilweise dann manuell zusammenbaue, ist durch dieses Stitchen und dadurch, dass er die Vignette rausnimmt und das alles so überblendet, ändert sich halt der Farblook zu diesem Originalbild. Und wenn ich jetzt das Model da reinsetze, also theoretisch könnte ich jetzt... ein bisschen anders. Ja, dann sieht es ein bisschen anders aus. Man kann natürlich auch gleich jetzt beim Fotomerge das Bild mit dem Model mit dazu packen als eine Datei. Dann wäre sie auch gleich mit drin. Stimmt, das hätte ich auch machen können. Aber ja, manchmal ist es ja auch so, jetzt zum Beispiel habe ich ja überlegt, dass ich irgendwie den Oberkörper von einem anderen Bild nehme und den Unterkörper von... wiederum ein anderen Bild und dann funktioniert es halt nicht, dann bin ich halt gezwungen, das halt aus dem Originalbild sozusagen reinzuarbeiten. Genau, und ich gucke jetzt gerade. Tim hat nämlich auch gerade geschrieben, man kann auch Photoshop sagen, dass es die Ränder mit Content-Aware-Fill ausfüllen soll. Klar, kannst du natürlich als auch noch machen, dann wirst du dir die Zeit sparen, es aufzufüllen. Aber man kann es auch einfach beschneiden, im Normalfall geht das ja auch. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, weil es bei mir relativ große Stücke... Content Aware Fill? Ja, also dann sind es relativ große Stücke, die dann fehlen. Hm. Also, ich weiß nicht. Muss ich vielleicht mal testen. Funktioniert eigentlich relativ gut. Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Content Aware Fill kannst du quasi auch als Zwischenschritt auswählen, aus welchen Bereichen sozusagen gefüllt werden soll. Weil früher war es ja automatisiert, da hat einfach nach Ideologie oder was am besten passt, ne? Aber jetzt kannst du sagen, okay, du maskierst quasi die Teile aus, die du nicht drin haben willst. Und das ist ganz cool. Wenn du zum Beispiel sagst, hier soll nur Sternenhimmel halt hinzugeflickt werden, dann maskierst du halt alles andere einfach aus und dann füllt er dann mit Sternenhimmel aus. Das funktioniert schon ganz gut. Okay. Genau. Muss ich mal ausprobieren. So, mal sehen, was er jetzt draus macht. Er arbeitet. Eine nahtlose Komposition wird jetzt erstellt. Ja. Okay. Wow. Also, ich mache es, glaube ich, mal ein bisschen heller wieder, damit ich überhaupt alles erkenne. Ja, das ist ja Magic hier. Genau. Und jetzt sieht man ja auch ganz gut, dass das hier, wie sich das hier so zur Seite zieht. Ja, ich finde es ganz cool. Also, ist nicht gut geworden, ne? Aber hier, siehst du, hier ist ein Fehler drin. Das ist halt das, was ich meine. Das ist halt Boden immer... Da ist noch ein Fehler drin, ne? Das passiert leider.
Aber gut, das kannst du ja im Notfall ausbessern. Genau, das Das ist ist jetzt ja das, nicht. was ich jetzt dann als nächstes mache, halt die Fehler ausbessern. Ich guck mal. Also meistens passiert das auch eher so im Himmel. Bei Felsen funktioniert das eigentlich immer ganz gut, dass er das erkennt, weil er da genug Anhaltspunkte hat, das zu überblenden. Ich glaube, hier unten sieht es ganz gut aus. Und jetzt würde ich halt den Bildschnitt festlegen. Oh, Entschuldigung, Alles mein gut. Husten wird jetzt wieder ein bisschen schlimmer gerade. Ich würde es jetzt auch quadratisch schneiden. Und ja, vielleicht gar nicht so viel von dem unteren. Ich mag auch den Schwung vom Horizont. Das ist so ein bisschen fischeimäßig, ne? Ja, ich glaube, den würde ich aber rausbauen. Würdest du? Ja, Ja, kannst du ja auch für mich. Ist ja nicht dein weil, Stil. ja, genau. Also das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Würdest du den rausmachen? Mit Verflüssigen oder Objektivkorrektur oder was würdest du machen? Ich würde es tatsächlich jetzt bei dem Bild, wenn ich das so sehe, also so ungefähr finde ich es ganz cool, würde ich den ganzen Hintergrund hier mit den Half-Dome, der ja eigentlich das coolste Bildelement ist, den würde ich, glaube ich, ein bisschen größer insgesamt machen, weil jetzt ist es halt ungefähr genauso groß wie das Model. Und ich würde mir den jetzt einfach rausnehmen, gerade Rücken und ein bisschen größer ziehen. Und ja, das mache ich jetzt einfach. Ne? Mach das, mach das. Genau. Ich schaue mal kurz in Lightroom. Ups. Vielleicht trinkst du ein Schlückchen, dann geht's Ich vielleicht. trinke mal ein Schlückchen. Ein Schlückchen. Ein Schlückchen. Wie gesagt, Sina ist ja auch super tapfer und ist trotzdem hier, obwohl sie krank war letzte Woche. Und von daher. Also, wenn man es halt manuell zusammensetzt, die Bilder, die ich hier jetzt drumherum fotografiert habe, dann hat man halt ein bisschen mehr Kontrolle über alles. Und jetzt hier bei diesem Fotomerch ist man so ein bisschen dem auch ausgeliefert, was hier passiert. Ich nehme jetzt schon mal das Bild. Ich muss es umdenken, weil es jetzt immer Apfel ist. Und hier sieht man auch schon ganz gut, dass es ein bisschen anders ist vom Farblook her, aber ich glaube, es geht. Dass ich schon Aber mal. so viel ist nicht. Aber es ist, mein, du hast ja auch die Vignette ein bisschen rausgenommen und alles. Also. Genau, aber das jetzt halt so anzupassen, das wird halt auch nochmal ein bisschen Frickelarbeit, aber ja. Aber es ist möglich. Klar. Aber es ist Ist möglich. alles möglich. Ach nee, es ist auch unter den Kurven gewesen. Guck mal, eigentlich ist es nämlich viel heller. Ich würde das jetzt auch schon mal grob reinsetzen. So. Hier sieht man das, ne? Er hat jetzt hier die perspektivische Verzerrung rausgearbeitet durch das Fotomerge. Deswegen ist hier unten Bisschen hängt das verzogen. genau. Aber das geht trotzdem. Das kannst du ja auch notfalls mit der Transformation anpassen, ne? Genau, also ich glaube, ich radiere jetzt einfach so viel weg vom Einfach Model, alles weg. dann geht das Okay. schon. Bin's nicht mehr da. Genau, so. Mal gespannt, wie du das jetzt daraus zauberst. Also, ups, kann man auch ein bisschen mehr machen, ne? Jetzt erstmal hier oben. Und hier sieht man auch schon, dass der Himmel, dass das ein ganz anderer Blauton ist. Hier geht es. Ah, jetzt geht's. Guck mal. Ist schon mal um. Schau. Aber, oh, jetzt habe ich sie ein bisschen rausgearbeitet. Das wollen wir natürlich nicht. Aber siehst du, das ist jetzt hier heller. Das ist ein Heiligenschein. Jetzt hat sie einen Also Heiligenschein. du. Genau, ich würde das jetzt einfach mit den Gradationskurven. Oh ne, falsches. So. Ein bisschen dunkler machen schon. Das ist schon fast wieder vor. Ja, genau, jetzt ist es Fast fast, schon wieder ne? auf einer Ebene. Weil dann ist es einfacher für mich. Genau. Okay. Ja, und jetzt geht's wieder ins Composing, ne? Es wird hier wieder ganz viel zusammengeschnitten.
Und das ist tatsächlich irgendwie die längste Arbeit. Also deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann anfangen kann mit der Farbbearbeitung. Weil dann passiert ein bisschen mehr. Weil dieses Composing, das ist halt einfach Fehler ausbessern, gefühlt. Bist ja auch schon so tief mit deinem Grafiktablett da drin, ne? Also würdest du das auch ohne machen oder es dir zutrauen, wenn es nicht funktioniert hätte? Okay, was, Also wenn jetzt achso. zum Beispiel das Tablet irgendwie jetzt auch immer nicht funktionieren Mit würde, der Maus meinst du? ja. Nee, ich. Nee, schwieriger. Ich bin. Ich hab das so drin, ich kann gar nicht mehr anders, glaube ich. So. Das sieht man natürlich. Hier ist noch ein bisschen. Ein bisschen wie als ob du aus, also als ob du ausmalst. Also, ja, ein bisschen Ja. hier und da noch ein bisschen schwarz Ach rein. nee, jetzt habe ich es wieder reingemalt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Das ist jetzt halt wirklich so ein bisschen Frickelarbeit, ne? Genau, Marie hat nochmal gefragt, warum du jetzt das Bild nochmal neu drüber gelegt hast, wenn es doch schon eingearbeitet ist. Das sind ja zwei verschiedene Motive, ne? Genau, also das Model, was ich jetzt praktisch im Originalbild habe, das wollte ich gar nicht haben. Sondern ich wollte das hier haben. Und ich werde auch oben nochmal den Oberkörper ein bisschen anpassen und aus einem anderen Bild nehmen. Deswegen konnte ich das jetzt nicht einfach direkt mitstitchen, sondern dadurch, dass es eh dann das Model nochmal aus unterschiedlichen Motiven zusammengesetzt wird, ja, ergibt sich das dann so. Du magst auch so gerippte Kleider, kann das sein? Weil du halt, Ja, das das ist. ist halt auch das, was ich vorhin meinte. Es kommt halt ganz viel immer auch auf den Stoff an, den man verwendet. Wie das dann auf dem Foto am Ende wirkt und bei diesen, wie heißt nochmal der Fachbegriff? Was meinst Wenn du? das so, Flattert? diese Falten, da gibt es auch. Ich dachte, das heißt Ripp. Nee, es gibt da einen Fachbegriff für. Der Bei fällt mir gerade Männerrippen nicht heißt es ein. Feinripp. Nee, das ist kein Ripp. Das ist, Keine Ahnung. Oh, Also, mir liegt es auf der Zunge. Mir fällt es aber gerade echt nicht ein, wenn das so gefaltet ist. ich kenne mich nicht so gut aus mit gefalteten Kleidern. Tut mir leid. Auf jeden Fall, So viel das habe ich davon nicht. hast du nicht. Nee, ich habe mein letztes vor 10 Jahren verkauft. Mein Feinripp. Also vielleicht fällt es euch ja ein, vielleicht wisst ihr das ja, Das wie weiß man dieser. bestimmt jemand, weil das ist tatsächlich, Stimmt. das hat einen bestimmten Namen. Plisse. Plissé? Plissé, Ah, P genau. Plisse. Ja, Die Plisse. genau. Martina hat geschrieben, chancieren. Könnte auch sein, ich weiß es nicht. Nee, Plissé würde ich jetzt auch sagen. Plissé, ja. Also das ist die Art von Stoff, genau, wenn das Stoff. so gefaltet ist, einfach. Das. So ein bisschen Ziehharmonika-mäßig. Ja. So. So. Jetzt nehme ich auch so ein bisschen den Horizont auf, den das Motiv hier vorgibt, weil ich hätte den halt gerne gerade und nicht so gebogen. Und dann weiß ich schon mal, was ich da jetzt gleich dran bearbeiten kann. Zack. Die Plisse. Karin hat geschrieben, Plissé, Mann. Sorry dafür, Leute. Ja, manchmal ist der Chat schneller und dann dauert es ein bisschen, bis das Bild dann sozusagen drüber ist. Die Plisse, sorry, my bad, Leute. Noch nie gehört, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber jetzt weiß ich. Ja, ist auch gut. Ein kleiner Genau. Stoffexkurs. Genau. Ah, okay, und Martina meinte, das Farbspiel im Stoff, das ist dann Ah so ja, chancieren. changieren, oder? Changieren? Changieren? Ich weiß Also ich kenne mich mit diesen Begriffen tatsächlich null aus. Ich habe die beiden noch nie gehört. Also, sie hat geschrieben changieren, aber es kann natürlich auch changieren heißen, aber dann wäre es ja eher ein Ja, G, oder? Wenn es wahrscheinlich schon. französisch wäre. Baguette croissant. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches Ja, erzählen. das ist ganz gut. Alles gut hier. Ist ja alles schön. Genau, also jetzt würde ich das. Ah, das hat sich geändert, ne? Es war früher, glaube ich, so, wenn man Shift gedrückt hat, dann ist es proportional skaliert worden und jetzt ist es nicht mehr. Kann es sein, dass das geändert wurde? Was meinst du, sorry? Ich meine, dass es doch früher so war, wenn man Shift gedrückt hat, dann
Also Das dann hat geht es jetzt ohne. Proppels, dann, Das geht genau, und jetzt. jetzt ist es ohne, ne? Jetzt Genau. ist es genau andersrum, oder? Genau. Es wurde beim 2019er Update wurde es so gemacht, dass praktisch diese, genau die Sachen, die am meisten gefragt wurden, ne, von wegen, warum muss man Shift gedrückt halten, weil das ist ja das, was du am meisten benutzt. Ah, okay. Warum kann man es nicht umdrehen? Du kannst es aber auch jederzeit wieder rückgängig machen in den Einstellungen und sagen, ich hätte es gern so, wie es vorher war. Genauso wie mit STRGZ bzw. Apfel-Z, dass du jetzt da praktisch alle Schritte rückgängig Ah, machen kannst, ja, anstatt. das mir nämlich schon aufgefallen, dass das irgendwie Genau. anders ist. Das wurde alles im 2019er geändert, seit Oktober letzten Jahres, aber du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, dir da eine Tastenkombination immer wieder neu zu machen. Dann ist ja gut. Aber du benutzt das jetzt praktisch Transformieren mit den eher einfachen Tools, ne? Also du willst jetzt nicht, Nee, ich, also, oder meinst du es jetzt gibt das? ja für Form zum Beispiel, wenn du das Gitter drüber hast und das Ja. tatsächlich ganz genau anpassen kannst, hast du das schon Klar, mal, kenne ich ja? auch, aber ich glaube, das ist hier gar nicht notwendig. Ich glaube, wenn ich es ein bisschen drehe, dann habe ich schon den Horizont ungefähr so, wie ich ihn haben will. Und ich transformiere das jetzt gerade eigentlich nur ein bisschen, um diesen Half Dome ein bisschen größer zu machen und ein bisschen dramatischer in dem Bild ja, zu integrieren. Genau. Nee, ist ja kein Problem. Also ich bin ein großer Verfechter von Verformen, weil ich das immer ganz gerne mache und dann so gerne mit diesen Gittern spiele. Das mache ich häufig auch, wenn ich zum Beispiel ein Kleid nochmal irgendwie ein bisschen mehr wehen lassen will. Dann mache ich das auch ganz oft mit dem Verformen-Tool und gar nicht mit dem Verflüssigen. Ich liebe ja auch das Puppet-Tool. Das habe ich erst vor kurzem wieder für mich entdeckt. Das Puppet-Tool ist ähnlich wie Verformen, nur viel, naja, du hast wie praktisch wie so eine Art Skelett über die komplette Fläche, die du verziehen möchtest, ne? Und dann ist es wie so kleine Skelettpunkte und Angreifpunkte, wobei du dann halt natürlich schon das ganze Bild verziehen kannst. Das ist echt ganz cool. Ja, und Natalia ist jetzt neu bei uns drin, oder beziehungsweise neu dazugestoßen. Schön, dass du auch da bist. Genau, changieren hat Martina geschrieben, wäre tatsächlich das richtige Wort. Also hast du tatsächlich recht gehabt. Changieren. Aber schön, schön. Und ich habe eben auch gesehen, jemand hat bei uns auf YouTube was gefragt. Genau, kommt gerne rüber für eure Fragen auf adobelive.com. Ich gucke ab und zu bei YouTube rüber, aber tatsächlich ist der Chat auf adobelive.com, wo auch unsere coole Community ist. Und da hat er jederzeit natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber er hatte, John war das. Herzlich willkommen, John übrigens. Hallo. Hatte eben noch gesagt, mehr als 4 Fotos automatisch zu mergen, ist nach seinen Erfahrungen auch leider mit Bildfehlern verbunden. Ne? Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Das ist ja schon eine Riesenrechenarbeit, was du als Mensch ja normalerweise schon mit Aufwand dir dann zusammenfriemeln musst in deinem Kopf und dann eben zu sagen, eine Maschine soll das Ganze jetzt eben auch fehlerfrei machen bei so vielen Bildern. Ja. Ist gar nicht so einfach. Obwohl Ne? ich hatte ein Bild, ich muss das mal ganz kurz zeigen. Wenn dieses Instagram ist auch geöffnet, ne? Bei dem, Moment. Bei diesem Bild hier, das ist, glaube ich, das krasseste Fotomerch, was ich mal gemacht habe, weil wirklich das Originalfoto nur so groß ist wie das Model. Also sie ist da eigentlich ziemlich bildfüllend drin. Und dieser ganze Baum wurde sozusagen zusammengemercht. Und das hat so gut funktioniert. Also da war echt fast gar kein Bildfehler drin. Obwohl auch die Äste so leicht geweht haben. Ich weiß nicht, das war schon mega krass. Also das wäre viel zu viel Arbeit gewesen, das selber zu machen. Das war echt schon ganz cool. Was wäre denn jetzt gewesen oder wo siehst du denn den Vorteil zwischen Stitching? Und vielleicht einfach, keine Ahnung, 20 Schritte zurückgehen und das dann aus Ach der so, Perspektive machen. Weil im Endeffekt, ja. ne, also Genau, also im Endeffekt ist theoretisch. das ja, was ich hier mache mit den Bildern, die ich da zusammensetze, ist ja alles was man theoretisch nicht machen müsste. Ne? Man kann ja jetzt sagen, ich nehme einfach ein weitwinkligeres Objektiv oder ich gehe ein paar Schritte zurück, so wie du das schon gerade gesagt hast. Das hat ja jetzt nichts irgendwie wirklich dann mit dem Bild zu tun. Wenn man ein anderes Equipment hätte, würde man eventuell auch darauf kommen. Aber mir ist es halt wichtig, dass die Bilder richtig hoch aufgelöst sind, also dass ich einfach super viel Bildinformationen habe und dass ich deswegen einfach näher dann an das Model rangehen kann, weil ich das einfach schön finde, wenn man dann einfach auch in den Details noch nachbearbeiten kann, weil einfach die Pixel da sind. Und das andere ist, man bekommt halt so einen Vollformat-Look. Und ich denke, wenn man genügend Geld hat, sich das Equipment leisten kann und sich so eine krasse Vollformatkamera für 20.000 Euro kaufen kann, Gut, das ist dann natürlich. kriegt man vielleicht genau den gleichen Look oder dieses
ja, diese Weite halt hin. Aber wenn ich jetzt einfach nur ein weitwinkligeres Objektiv nehmen würde, dann würde das einfach ganz anders wirken, von der Tiefe her und von der Weite her. Also es wäre einfach nicht gleich. Ja, deswegen mache ich das. Aber theoretisch mache ich das nur, weil ich sozusagen das Equipment nicht dafür habe. Und wenn ich es hätte, müsste ich das vielleicht auch alles gar nicht machen. Dann wäre ich vielleicht viel schneller fertig. Aber Aber es kann ja auch manchmal hilfreich sein, wenn du zum Beispiel sagst, ich kann gar nicht so weit zurück, weil da halt nichts ist. Ne? Gerade wenn du sagst, du bist irgendwie auf dem Berg, das ist auch manchmal ne? so, Ist das auf ja. jeden Fall eine sehr hilfreiche Methode. Ja. Und vielleicht gibt es dem Ganzen auch nochmal so einen leicht anderen Effekt. Ne? Also jetzt auch hier diese Schwingung, die du jetzt versuchst, so ein bisschen rauszubauen, beziehungsweise dieser Schwung des Horizonts. Ne? Ja, also müsst ihr auch verzeihen, wie gesagt, Sina ist normalerweise Windows-User. Und wir haben sie jetzt auf den Mac verdonnert. Deswegen, Aber es geht, ich habe auf der Arbeit auch einen Mac eigentlich. ja, Ja. darfst du jetzt nicht sagen. Okay, du Da hast jetzt gerade. Ja, ich weiß. mauerst du dich selber. Alles gut. Alles gut. Nee, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und klar, der Vollformat-Look mit so vielen Pixeln, das kriegst du halt schwerlich hin mit Mittelklasse-Equipment. Auch mit dem etwas teureren Equipment ist das natürlich nicht so leicht. Da muss man schon eine ganz schöne Stange hinlegen. Ja. Ja. Dass man das so hinbekommt. Genau. Habe ich denn diese Informationen? Ja, Natalia schreibt auch, ach krass, sieht man gar nicht, dass du da so viel gestückelt hast. Ich dachte immer, es wäre alles aus einem Foto. Es wirkt halt auch wirklich so bei dir, ne? Also, als ob das alles aus einem Foto ist. Ja, theoretisch ist es ja auch so, dass ich das wirklich alles an Ort und Stelle fotografiert habe, wirklich. Und es ist halt echt eine Equipment-Frage ist, warum ich das jetzt halt stückle und ja, nicht einfach direkt so fotografiere. Aber ich finde halt einfach, dass der Look viel, viel schöner ist, wenn man das so macht. Also gerade bei so Landschaftsaufnahmen. Cool. Mavi, weiß ja den vollen Namen nicht, hat jetzt kurz auch nochmal geschrieben. Komm gern rüber auf adobelive.com, dann kannst du mit uns direkt da chatten, weil da sind nämlich auch alle anderen. Wie gesagt, auf YouTube gucke ich ab und zu rein, aber einfacher wäre es tatsächlich drüben. Hat jetzt aber auch gesagt, na, das Thema mit dem Skalieren ist in den Einstellungen tatsächlich nicht zu ändern. Da muss man eine eigene Befehlszeile einfügen. Und dann in einen bestimmten Ordner geben. Also es ist ein bisschen komplizierter, um das umzuändern. Und hat geschrieben, nach dem Update war das ein Punkt, über den sich alle bei uns in der Agentur aufgeregt haben. Ja gut, klar, Phil hat ja eben auch schon geschrieben, das ist so ein bisschen Muscle Memory. Wenn du das halt all die Zeit so gemacht hast und dich dann umstellen musst, dauert es eine Weile, bis man dann auf jeden Fall das gemacht hat. Genau. Stefan schreibt, gleich mal ein Patreon aufmachen. Hast du Patreon? Eine Patreon-Seite? Nee, ich habe nur Instagram, Leute. Aber Und weißt eine du, Facebook-Seite habe ich auch noch. was Patreon Ja, genau, ist? da kann man so, so Leute haben, die einen unterstützen, oder? Genau, du baust dir praktisch wie so einen eigenen Club für dich auf, an Leuten, die dich unterstützen. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, also ich sag mal, auf YouTube funktioniert das ja zum Beispiel auch mittlerweile. Da gibt es auch ein ähnliches Programm, dass man sagt, okay, du kannst praktisch Mitglied werden. Und es basiert so ein bisschen auf diesem Spendensystem, auch wie es bei Twitch zum Beispiel war. Ne? Es ist eine Art Belohnungssystem. Ne? Also die Leute unterstützen dich als Creator und sagen, hey, ich gebe dir zum Beispiel, ich würde dir gerne was spenden oder dich unterstützen mit Summe X. Das kann auch ein Euro sein oder 50 Cent. Beziehungsweise man kann auch sagen, hey, ich würde dir gerne jeden Monat irgendwie ein paar Euro Ja. als Unterstützung zukommen lassen. Und dafür bietest du zum Beispiel den Leuten dann in verschiedenen Abstufungen so und so viele Goodies in Form von zum Beispiel extra Content, in Form von Vorabinformationen, Meetups, also da kann man alles Mögliche machen. Das ist dann jedem selbst überlassen. Und das machen ganz viele Illustratoren tatsächlich, weil es auch eine schöne, ich will es nicht Einnahmequelle nennen, weil es ist nicht unbedingt, ja, es ist nicht für alle das Ziel, sondern viele wollen einfach auch damit einfach nur eine neue Möglichkeit der Kundengewinnung und Kundenbindung ermöglicht, ne? Dass du sagst, hey, du kannst dann näher mit deinem Favorite Artist interagieren, aber klar, für den Illustrator oder für denjenigen, der eine Patreon-Seite aufhat, ist es natürlich auch schön, da eine zusätzliche Unterstützung zu haben in Form von Einkommen. Ne? Auf jeden Fall. Vor allem als Künstler hat man ja auch, wenn man das wirklich hauptberuflich macht, immer das Problem, sobald man dann
eine Kooperation oder so macht, dann schreien alle gleich, warum machst du das denn? Und keine Ahnung, also da muss man ja irgendwie authentisch bleiben. Ich kriege das halt bei ganz vielen Fotografen mit, dass die dann sich immer schon teilweise dafür rechtfertigen, wenn sie dann eine Kooperation machen. Dabei müssen sie ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen. Also es ist natürlich Klar. cool, wenn man die ganze Zeit freie Projekte machen kann. Und natürlich ist es der optimale Fall, wenn man einfach irgendwie Prints verkaufen kann und das machen kann, worauf man Bock hat. Klar. Aber es ist ja leider nicht immer so. Also ich habe ja jetzt auch Nee, ganz und gar nicht. das Glück sozusagen, dass ich, oder ich habe das bewusst entschieden, dass ich ja jetzt immer noch in der Designagentur arbeite, weil ich das einfach vermeiden wollte, dass ich dann ja darauf, also dazu gezwungen bin, Sachen zu machen, auf die ich vielleicht gar nicht so riesig Lust habe oder wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe. Was ich interessant finde, jetzt hat jemand geschrieben, man muss das tatsächlich genauso versteuern wie alle normalen Eingaben auch, Einnahmen auch. Das finde ich jetzt ganz interessant. Weil ich immer dachte, gerade so Geschichten wie Spenden, im Endeffekt ist ja eine Art Spende, dass man die nicht versteuern muss oder zumindest einen gewissen Zeitraum nicht. Aber vielleicht, wenn ihr da die Infos habt, Vielleicht wird könnt ihr es gerne. so irgendwie gewertet, dass man ja schon auch eine Gegenleistung bietet in irgendeiner Form von Wissen oder dass man die Leute teilhaben lässt und dann ist es halt wieder eine Dienstleistung, die man. Also für, ich weiß es nicht, ich kenne mich damit echt überhaupt nicht aus, also fragt mich nicht. Super. Nee, also ich mich auf jeden Fall an euch und an die Community wenden, weil ich das ganz interessant finde zu sagen, hey, es ist doch eigentlich eine Spende, weil man es ist eine freiwillige Abgabe von jemandem, der dich unterstützen will. Und warum muss man das dann auch versteuern? Das ist ja keine Einnahme so gesehen, sondern ist jetzt für mich fraglich ein bisschen. Ne? Also dann wäre die Frage, die Leute, die über Twitch und andere Livestream-Geschichten, Donations erhalten über PayPal oder sonst wo, müssten das dann auch versteuern, weil es ist ja einfach nur, ich gebe jemandem Geld. Ne? Also als Geschenk, Ja, als das stimmt. Spende. Warum muss ich das versteuern? Das ist doch jetzt kein Arbeitsaufwand gewesen in irgendeiner Form oder ein Auftrag oder sonst was. Ja. Vielleicht kennt sich da jemand aus. Ja, also ich würde gerne wissen, warum. Also wo ist die Begründung? Das würde mich mal interessieren, weil das finde ich ein bisschen komisch. Ne? Also wenn ich jetzt dir Geld geben würde, weil ich sage, hey, ich will dich unterstützen, dann müsstest du das ja theoretisch auch versteuern, weil das ja auch, ne, eine Unterstützungsgabe oder Spende oder was auch immer ist. Ja. Keine Ahnung, wie da das Steuerrecht ist. Ja. Also sehr, sehr komisch. Ja, also ich find's echt komisch, ne? Also wundert mich jetzt tatsächlich. Ja. Rufus hat ja auch schon eben festgestellt und vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal, können wir uns mal überlegen, ob man das machen kann. Vielleicht finden wir da auch eine geeignete Person für, dass wir vielleicht einfach mal einen Stream machen, wo es genau um diese Themen geht, ne? Steuerberatung und auch genau diese Geschichten mit, ja, also wie setze ich das eben für mich auf als Selbstständiger, um Geld zu verdienen? Wo fange ich da am besten an? Wie setze ich denn meine Kostenpunkte etc. etc. Ne? Also alles um dieses Thema. Ich gucke mal, was er geschrieben hatte, genau. Das finde ich Das auch ist, sehr spannend für ja, ich glaube, ihn. so eine Session, die man dann vielleicht machen könnte, wenn man dann wirklich so einen Profi einlädt, der sich da total auskennt, glaube ich, ist auch so eine Sache, würde mich auch sehr interessieren, ne? Weil da gibt es ja so viele Ausnahmen. Wir setzen hier einfach einen Steuerberater hin und einen super krass engagierten, selbstständigen Kreativen und dann tauschen die sich aus. Der kann dann alles fragen, was er schon immer mal Genau. fragen Ja, genau. wollte. Und auch das Thema Künstlersozialkasse finde ich auch sehr interessant, ne? Weil du hast ja als Selbstständiger, bist du ja nicht über irgendeinen Arbeitgeber da eben abgesichert, insofern, dass er dann für dich einzahlt in deine Rentenkasse, sondern du musst es ja auch selbst eintreiben quasi, ne? Mit deinen Aufträgen. Aber das können wir uns, genau, Medienrecht schreibt Martina auch sehr interessant, ja. Können wir uns auf jeden Fall mal zusammen ansehen, ne? Ich finde, das ist kein einfaches Thema. Da brauchen wir auf jeden Fall Leute, die sich da extrem gut auskennen. Ich tue es nicht, glaube auch Rufus nicht und Sina nicht. Aber es ist ein Thema, was, glaube ich, auch für jeden interessant ist, einfach mal zu wissen, ne, was gibt es denn da? Genau, Matthias schreibt auch, Einkommensteuer muss man auf alles Einkommen zahlen und ergibt sich aus Tätigkeit, Immobilien. Und klar, das ergibt sich natürlich daraus, aber theoretisch
Wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Charity-Organisation wäre und Spenden einsammeln würde, müsste ich dann auch da Steuern drauf zahlen? Weil klar, wäre dann auch wieder die Geschichte zu sagen, ja, theoretisch hast du ja in irgendeiner Form da eine Ausnahme, weil es eine Charity-Organisation ist, eine Non-Profit-Organisation. Bei Immobilien ist ja auch so, dass wenn die Immobilie noch nicht abgezahlt ist, dass du theoretisch, verbessert mich da, wenn ich falsch liege, aber wenn du praktisch mit dem Geld, was du einnimmst mit der Immobilie, wenn du das praktisch in die Verschuldung direkt reinschmeißt und sagst, damit bezahle ich die Kosten von dieser Immobilie ab, dass du dann da noch keine Steuern drauf zahlst. Erst wenn es als reine Einnahme gilt, musst du es auch versteuern. Aber da bin ich auch kein Profi drin. Also wenn ihr da eine Erfahrung habt, gerne mal dazu schreiben. Phil sagt, ey, ich schenke dir dieses Bild und du schenkst mir Geld. Deal? Ja, theoretisch kann man es natürlich auch so Oh, auslegen, aber das wollte ich genau. Also ich finde es, wie gesagt, fände ich auf jeden Fall super interessant, mal da jemanden zu haben. Und ich glaube auch, da gibt es viele und Rufus auch. Müssten wir uns mal überlegen. Ich glaube, das ist auch das, womit man am wenigsten Lust hat, sich Ja, auseinanderzusetzen. aber genau, aber wenn es halt wirklich mal da ist, dann will man es ja schon wissen, Auf ne? jeden Fall. Also, ich meine jetzt, dass man halt selber sich hinsetzt und recherchiert. Klar, ich würde mir auch Also. nie freiwillig irgendjemand zu mir nach Hause einladen und sagen, so, jetzt erzähl mir mal 15 Stunden darüber, was es ist, aber wenn es mit allen zusammen Ja, ist, auf ne? jeden Fall. Also, Klar. klar. Aber ich merke auch, dass ich mich immer so ein bisschen um dieses Thema drücke, weil es macht nicht so viel Spaß. Ja, lustig. Ja, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, können wir uns auf jeden Fall mal zusammen überlegen, ne? Vielleicht finden wir da ein paar Personen, die da genau gut drauf passen und die wir halt hier einladen können zu genau diesem Thema. Und ich finde auch, was ich auch interessant finde, ist gerade zum Thema, wenn ich irgendwie über Auftragsarbeiten von Instagram zum Beispiel, ne, Sachen einnehmen würde, die jetzt vielleicht nicht im Bereich Illustration sind, aber gerade wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich hätte gerne so dieses ganz Klassische, was man ja mittlerweile oft kennt, zu sagen, du wirst von einer Firma angeschrieben als Instagrammer als Beispiel oder als YouTuber und ne, sollst zum Beispiel Produktplatzierung in irgendeiner Form bei deinem nächsten Post mit einbringen. Ne? Wie ist das da? Klar, das muss natürlich auch versteuert werden, aber da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sachen, die man beachten muss. Und auch dieses ganze Thema hier mit Artikel 13 und als Werbung deklarieren, da gibt es ja auch einen ganz großen Eklat mittlerweile, wo die Leute sagen, ja, theoretisch, da haben auch ein paar geklagt, ne, gegen den Staat auch tatsächlich, sind in mehreren Instanzen reingegangen und gesagt, sag mal, warum muss ich auf Instagram alles mit Werbung deklarieren, wenn ich doch eigentlich wie eine Art Magazin fungiere Ja. und auch eben Sachen manchmal zeige, die halt für mich wie eine Art redaktioneller Beitrag sind. Und Magazine dürfen das und als ich sag mal, Online-Magazin auf Instagram darf ich das nicht, oder wie? Also auch ein ganz spannendes Thema. Da gibt es auch, wie gesagt, ein paar Leute, die dagegen geklagt haben und auf unterschiedlichen Instanzen, ich sag mal, schon mal weitergekommen sind. Ganz durch ist das Thema noch nicht. Aber auch ein sehr interessantes Thema. Genau. Manfred schreibt auch, sogar wenn du von mir jeden Mittag zum Essen eingeladen wirst, ist dies ein geldwerter Vorteil, der versteuert werden muss. Ja, ich glaube, also ich meine, man kann das auch ganz genau nehmen und da gibt es ganz viele Sachen, die man versteuern müsste, aber Frage ist halt natürlich auch, macht das wirklich jeder überall? Ja, also jetzt mal ernsthaft, ne? Also bei vielen Sachen ist man vielleicht auch überhaupt nicht darüber bewusst, dass man es theoretisch versteuern müsste, ne? Ja, aber das Ärgerliche ist ja halt, nur weil du es nicht weißt, Genau, kriegst du dann Unwissenheit halt, also schützt dann kommt nicht. trotzdem das Finanzamt und Klar, Unwissenheit das ist schützt nicht. Kacke. Ja. Ja, ich habe mir ja vor ein paar Monaten ein Tattoo machen lassen und der Massi, der werte Tätowierer, weiß nicht, ob du zuguckst, aber wenn du da bist, liebe Grüße. Ein Top-Tätowierer in München übrigens, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber ich habe mich mal genau mit ihm über dieses Thema unterhalten und er hat zum Beispiel gemacht, er hat gemeint, er hat wahnsinnige Probleme als Selbstständiger mit dem Bereich Tattoo. Weil er halt sehr spontan Tätowierungen macht und er irgendwie auch gar nicht sagt, okay, ich habe jetzt einen vollen Terminkalender, sondern mal hier, mal da, schmeißt es halt so mitten rein, hat auch ein Blumengeschäft, was auch sich sehr lustig finde, dass sein Tattoo-Studio ist praktisch hinten im
hinteren Bereich des Blumengeschäfts, weil er das seinem Vater gehörte und ihm das sozusagen weitergegeben hat und er gesagt hat, er möchte halt, dass er das weiterführt. Und hat es dann vereint und hat gesagt, so, vorne ist Blumengeschäft und dann, wenn du praktisch hinten weiterläufst, ist das Tattoo-Studio von ihm im gleichen Gebäude. Und er hat auch gemeint, das Finanzamt ist bei ihm so stark hinterher, dass er mit ihnen einen öffentlichen Kalender führen muss, wo er dann praktisch seine Termine eintragen muss, damit sie Krass. jederzeit Zugriff drauf haben und ab, also und rüber schauen können, ob er da halt nicht in irgendeiner Form die verarscht, ne, oder Steuern hinterzieht, weil er halt auch eine große Anfrage hat. Und hat er zum Beispiel auch ein paar sehr bekannte Leute tätowiert, irgendwie von Game of Thrones und Co. Und dann kam das Finanzamt halt irgendwann hat gemeint, ne, also irgendwie, du kriegst ja anscheinend super viele Anfragen und antwortest halt auch nie. Die schicken ja dann auch Testleute, ne? Ach was, Die schicken okay. dann Testleute zu dem ins Studio, beziehungsweise auch als Anfragen, ne? Also von wegen, du wirst dann angefragt über Instagram oder über E-Mail und die gucken dann, wie die Reaktionszeit ist, ne? Das ist ja. Ja, um halt zu gucken, ne, ist das jemand, der halt anscheinend einen vollen Kalender hat. Und bei Tätowierern, wenn sie gut sind, ist es ja oft so, dass man halt da viel Anlaufzeit braucht, um mal einen Termin zu bekommen. Und dann war das bei ihm so, dass sie dann irgendwann kamen und gesagt haben, hey, ne, anscheinend hast du ja einen vollen Kalender, weil du uns deren Testperson ja irgendwie nicht geantwortet hast. Jetzt schauen wir doch mal drüber zusammen, ne? Öffentlicher Kalender hier, zack. So. Und genau, jetzt habe ich jetzt aber genug geredet. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was du jetzt in den letzten Schritten gemacht hast. Ja, also jetzt muss ich Danke, nämlich, Karin. Sorry. jetzt muss ich halt doch ganz viel manuell nochmal rein bearbeiten, weil doch relativ viele Bildfehler drin waren. Also gerade mit den Horizonten fand ich es halt nicht so cool, dass der so gebogen war. Und da hier war ja eh auch ein Fehler drin. Und das ist für mich dann einfacher, jetzt dann nochmal die Bilder zu nehmen und dann an den Stellen, wo es halt nicht so gut war, dann nochmal reinzusetzen. Oder hier an den Ecken. Da hat einfach eine kleine Ecke gefehlt, die habe ich jetzt noch reingebaut, den Himmel komplett gemacht. Und jetzt ist es natürlich viel zu hell, ne? Also das mache ich jetzt wirklich nur zum Komposen. Damit ich das halt alles sehe, jede Information, die auf dem Bild ist. Ich würde es auf jeden Fall ein bisschen dunkler am Ende machen, aber das ist jetzt halt wirklich der Composing-Teil. Ja, genau. Und jetzt mache ich hier den Himmel, aber ich glaube, ich diese. Wir haben ja noch morgen 2 Stunden, Ja, mit denen wir genau. das weitermachen können. Diese Tannen. Nee, nicht Tannen, Das diese. hast du eben auch gesucht die ganze Zeit, nach Ja, einem passenden Stück, ja. mit dem du das erweitern Ja, aber kannst. ich glaube, ich mache die weg. Ich glaube, ich mache Willst du hier die nur ganz wegmachen? Himmel. Ja, weil irgendwie sieht es komisch aus, wenn das da reinkommt. Vielleicht schneide ich es auch insgesamt noch ein bisschen enger. Kommt da drauf an, genau, was für einen Ausschnitt du nimmst. Um das so ein Genau. bisschen zu framen, ist es immer ganz cool, ne? Ich Aber finde es das, ist halt ein ja. bisschen sehr stark, jetzt gerade hier diese Ecke da, Ich glaube, kommt ich sehr mache es stark rein. komplett raus, weil irgendwie finde ich, also wie du schon meinst, mit dem Frame ist zwar ganz cool, aber ich finde das irgendwie zu Muss ja nicht sein. Klischee. Das ist ja dein Bild, Ja, ne? und dann, ich glaube, ich schneide es auch noch ein bisschen enger. Und dann wollte ich noch ein bisschen was an der Pose machen. Also vielleicht oben mit den Haaren. Unten finde ich es eigentlich ganz cool. Und ja, dann kommt wieder wie beim anderen Bild, wie das, was ich heute gemacht habe, Lichter. Also weil es ist ja, wie gesagt, super dunkel. Das müsste halt nochmal aufgehellt werden. Lichter und Farben. Und dann wäre das auch schon fertig. Also ich denke, dass ich das auf jeden Fall morgen fertig kriege, das Bild. Sehr, sehr cool. Da können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ich switche jetzt nochmal. Oder wolltest du noch kurz was zeigen? Nee. Ne? Weil sonst, ich meine, wir haben jetzt noch so ein paar Minuten. Ich hätte jetzt nochmal ein paar Wörter mit dir zusammen Ja, gerne. hier gesagt. Und wir haben morgen noch ein paar, noch 2 Stunden, mit denen wir das zusammen durchgehen. Dann speichere ich das mal hier. Genau, ganz wichtig, speichern. Auf jeden Fall sehr interessante Diskussion hier zum Thema Steuerrecht und Co. Ich glaube, da kann auf jeden Fall jeder noch profitieren, wenn wir das in irgendeiner Form mal vorantreiben. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, ich switche jetzt noch mal kurz hier hoch. Zack. Ja, also wir sind jetzt auch in den letzten 3 Minuten, deswegen wollte ich noch mal sagen, vielen lieben Dank, Sina. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Exkurs, den wir heute mit dir machen durften. Ja, sehr gerne. Ist auf jeden Fall sehr spannend und auch ganz viele verschiedene Themen, die wir heute auch irgendwie dann zeigen durften mit dir zusammen. Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Für heute ist es jetzt im deutschen Stream vorbei. Morgen um 10 Uhr mit Elisa zum Thema InDesign und Rufus. Dann um 12 mit Shalaya. Was denn? Zum Thema InDesign und Rufus. Und mit Rufus. Oder habe ich das mit vergessen? Ja. Sorry. Und Rufus, genau. Elisa zeigt euch, wie man Rufus. Genau, um 12 geht es weiter mit Shalaya und mir zum Thema Illustration.
Rufus klatscht im Hintergrund schon heimlich. Ich habe schon so ein bisschen, wow, Schalaya. Genau, dann Benjamin Sterzenbach mit Rufus wieder von 16, nee, 14 bis 16 Uhr zum Thema Animation. Und dann sind wir wieder dran, morgen. Genau. Gleiche Zeit, 16 bis 18 Uhr. Und dann ist es schon wieder vorbei mit dem deutschen Streams. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Ja, danke auch Die von auch, mir. Wie immer. Vielen Dank, liebe Sina. Und genau, nicht vergessen, eure ganzen Sachen mit Fotos vor allen Dingen und Illustrationen mit Hashtag Adobe LiveFam zu taggen, weil wir uns dann morgen auch nochmal eure Bilder angucken und die Sina dann so ein bisschen ihren Senf dazu gibt. Ja, ich bin sehr gespannt. Genau, das wird auf jeden Fall sehr cool und wir wollen ja auch, dass ihr in irgendeiner Form die Möglichkeit habt, euch hier zu präsentieren. Deswegen sehr gerne und auch wie immer, wenn ihr Vorschläge habt, wer in den nächsten Streams dabei sein soll, gerne an Rufus oder mich per Instagram mal schreiben oder einfach weiterleiten, dass wir uns das mal angucken können. Immer sehr gern gesehen. Ansonsten vielen, vielen Merci und ich sehe schon ganz viele Leute im Chat sagen schon vielen Dank. Sina, Natalia, Matthias bedankt sich, Martina und Phil und Maria und Stefan. Alle, die jetzt da waren, bedanken sich gerade. Kannst du gleich nochmal durchlesen, steig den Chat. Genau, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, morgen um 10 Uhr geht's weiter. Und wir sagen für heute Tschüss. Tschüss. Licht aus.